Hallo, Moin People! Moin. Willkommen bei Moin Moin mit Nasti und Hannes und Senior Grill. Hallo Grill. Oh. Kennst du den Grund, warum wir das machen? Weil Gunnar Moin Moin machen wollte, ja, und angrillen wollte. Eigentlich schon, ja. Und jetzt bist du mir hier. Kinder, wir rauchen nicht. Es ist kalt. Frisch. Ich weiß auch nicht, wo ich meine Handschuhe gelassen habe. Jetzt meine Haare. Ja, und wir waren eben fleißig einkaufen, ja, und das ein oder andere Kalb schlachten. Und wir haben festgestellt, dass es noch gar nichts gibt zum Grillen groß, außer Würstchen. Also haben wir den Fleischer unseres Vertrauens angeschnackt. Alter, die O.J. Simpson Gedächtnishandschuhe. Ich kann's nicht gewesen sein. Wunderschön. Und da wir eigentlich ja nur eine Dreiviertelstunde Zeit haben, sollten wir vielleicht auch gleich mal starten. Wir haben schon ein bisschen angefangen schnibbeln. Hier gibt's nämlich Action Schnibbel Center. Genau. Und da stellt sich natürlich die Frau hin. Ja, da stellen natürlich. Wir uns jetzt beide hin. Wir haben auch so schicke Schürzen an, sieht man hier? Ja, hier natürlich. Das, ich habe meine falsch rum angezogen. Du hast die richtig rum? Ich weiß nicht, du hast die mir angezogen. Ja, weil hier kannst du jetzt Sachen reintun. Cool. Und unser Gasgrill, sponsored by, ist der eigentlich von Herrn Pogo? Pogo Zelski? Ich glaube schon, ja. An seiner Dachterrasse runter. Der läuft schon heiß hier. Eieiei. Sehr gut. Hier, ich habe hier die Champignons mit Butter habe ich vorbereitet. Wollen wir die da gleich reintun? Ja, Champignons. Alles, glaube ich, schon mal. Gemüse braucht immer länger, ne? Naja, wir tun es einfach oben rauf, damit es nicht so verbrutzelt. Wir haben natürlich noch was für Veganer und Vegetarier und Indianer. Mhm. Wir haben für alle was dabei. Bisschen Wolfsfleisch. Ich mach mal hier die Süßkartoffeln. Genau, du hattest Süßkartoffeln gekauft und hast gesagt, die legen wir geil ein. Habe ich noch nicht gemacht, aber Süßkartoffeln sind echt der Shit. Dann kümmere ich mich. Wir haben ja eigentlich so wenig Platz. Wir haben echt scheiße. Ich mache nämlich gerne hier so Hirtenkäse und da tue ich ein bisschen. Wir haben frische Kräuter gekauft und zwar Basilikum und das Kräuterparadies, die Asia-Mischung mit Schnittknoblauch, Zitronenthymian, Koriander. Ursprungsland? Na? Israel. Oh. Und dann werde ich mal sagen, wir haben hier natürlich den Quietschkäse, den jeder mag, Halloumi. Den können wir eigentlich auch schon rauf tun. Fast. Braucht der auch so lang? Ja, kommt drauf an, wie heiß der ist. Aber der braucht, ich glaube, da legen wir aber auch lieber ein bisschen Alu drunter, ne? Ja, damit es nicht so reinschmilzt. Genau. Ja, ja, Alufolie, ne? Wurde ja hergestellt. Das ist ja natürlich. Das wächst ja auf Bäumen. Es hat überhaupt nichts mit Ressourcenverschwendung der Menschheit zu tun, sondern der Alufolienbaum. Das ist ähnlich wie Kork zum Beispiel. Das wächst nach. Es wird von hochgebildeten 8-jährigen Kindern in... Ausschließlich 8-jährigen? Ja, ja. Nur 8-jährige Kinder können dem Alufolienbaum seine Folie klauen. Weil sie noch so unbefleckt sind. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Ich mach einfach mal, hol den Halloumi hier raus. Wo hast du denn die jetzt hingetan? Da ist die Alufolie. Eigentlich kann man den, glaube ich, auch ohne Alufolie rauf tun, aber der sippt manchmal rum und klebt dann alles voll. Und naja, wir grillen ja nur, wir müssen das ja nicht sauber machen. Und es fängt schon an, ein bisschen zu tröpfeln, ja, was vor allen Dingen der Kamera und dem Laptop, der hier rumsteht, zugutekommt. Und wir haben hier sogar einen Kameramann. Hallo, Kameramann. Hallo. Der Martin, Martin, my love. Kennst den Song aber, oder? Martin, my love. Okay, ich brauche ein scharfes Messer, ich krieg den nicht aufgefriemelt. Ich muss auch immer wild rumlaufen, damit du auch was zu tun hast, oder Martin? Aber echt, bei dem Wetter kann man immer schön den hier machen. Jetzt noch eine Schokozigarette. Gibt es noch Schokozigaretten? Sollten die nicht verboten werden? Ja, auch diese Kaugummi-Zigaretten, wo man vorher immer so reinpusten konnte und dann dieser Qualm. Ich glaube, das sollte verboten werden, ja. Da sipscht der Kram nur so raus. Ich gehe mal jetzt nur einmal. So, habt ihr denn schon angegrillt, liebe Leutchens? Ich muss mal hier erstmal mein Tweetdeck gleich aufmachen. Ich fand ja, die letzten 2 Tage war es ja früh immer sehr schön sonnig, ne? Naja, es hat doch derbe geschneit hier in Hamburg vor 2 Tagen. Ja, aber abends, aber früh morgens war es immer richtig. Ja, stimmt. Früh morgens ist man zur Arbeit gegangen und dachte, okay, ich gehe nur mit T-Shirt und kurzer Hose und Flipflop. Ja, war trotzdem kalt. Aber es liegt noch ein bisschen Schnee rum. Und darum hat sich Gunnar natürlich gedacht, ja, grillen wir doch mal an. Ist doch
Perfekt. Und ja, und Gunnar, der macht sich natürlich einen schönen Tag anderswo. Ja. Ich glaube, wo verraten wir noch nicht. Nein, verraten wir noch nicht. Aber dann lief der liebe Flo hier rum und hat verschiedene Leute gefragt, hättet ihr Bock? Und irgendwie stehe ich ja nicht so auf früh aufstehen. Hey, dränge mal nicht. Beat it! Nein! Okay, ja. Rudi macht sich rar. Alter, Salat und Chicorée? Ja. Hast du das? Das hast du geklaut? Ja. Ja, Rudi, bist du schon hungrig? Ja. Ja, dauert ein bisschen. Habt ihr nur Gemüse? Nein, hier unten. Vom Fleischer, vom Schlachter und Würstchen natürlich. Ich glaube, den hier müssen wir aber noch ein bisschen klein schneiden, den Käse. Soll ich das mal machen? Max, hast du nicht Urlaub? Okay. Soll ich hier mal den auffeiern? Ach so, der wird halbiert? Ja, das gut. Ist sonst ein bisschen dick. So, wir schneiden dann so lange mal hier den Hirtenkäse auf. Das mache ich ganz gerne. Hirtenkäse, dann in Alufolie ein bisschen Gewürze drumrum und sowas, den rauf tun. Schmeckt formidabel, Ladies and Gentlemen. Und auf die Süßkartoffeln bin ich auch gespannt, Nasti. Ich auch. Verletz dich bitte nicht. Gut. Ja, ich gebe mir Mühe. So, das Ding war auch, wir sind losgegangen einkaufen, wir beide, und wussten gar nicht, wer hat jetzt Bock, schon um 11 Uhr sich richtig was zu essen. Fressen reinzuklatschen. Aber wir mussten ja ein bisschen rumlaufen, ein paar Sachen holen. Ich glaube, jeder hier hat Bock. Ja, hier gucken sie doch alle auch schon hungrig aus dem Fenster. Ja, da ist schon mal einer, der da, der Basti, der uns hier immer fleißig mit Gewürzen und so versorgt. Ach, guck mal, da hat er Salz und Pfeffer hingestellt, das brauche ich nämlich jetzt. Du bist der Beste. Oh, hier sogar Atlantic Seasalt. Oh, der feine Herr. Schon mal gesehen, wie Meersalz gewonnen wird? Nasty. Nein, erzähl mal. Das wird wie so... Bisschen, naja, nicht so wie Reis, aber da wird ein bisschen Wasser stehen lassen, so an der Küste. Ja. Und dann, also ganz flach. Und da kommt das Meerwasser dann so rein. Mhm. Und dann wird das in der Sonne halt verdunstet. Und dann gehen die da mit so riesen Besen oder wie so ein Wasserschieber, den du so aus dem Schwimmbad kennst oder so. Und dann sammeln die da das Meersalz ein. Und das packen wir jetzt auf unser Essen? Ja. 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 Da haben zwar schon 1, 2, 3 Fische reingefurzt, aber... That's the way it is. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, dass Fische auch Fische essen. Das ist ganz schön gestört. Eigentlich schon. Stimmt, aber Säugetiere essen auch Säugetiere. So, jetzt bist du baff. Das ist schon ziemlich krank. Dinge, die wir heute lernen. So, halbieren wir den Louis hier? Ich glaube ja. Wir sind heute im Halbierungsmodus. Versuch mal. Achso, es ist blöd, wenn ich mich jetzt hier so bestelle. Ich muss mal kurz auf diese Schiffe wegstellen, weil es ist echt. Ja, und irgendwie haben wir gedacht, wir kriegen vorher noch mehr vorbereitet, aber eigentlich ja auch nicht schlecht. Bevor wir nur das Zeug auf den Grill schmeißen, ist ja auch langweilig. Hätten mal reden müssen. Wäre furchtbar. Soll ich mal kurz währenddessen, weil du occupierst ja gerade das Wasser. Nee, ich bin jetzt weg. Ach so. Dann hätte ich nämlich sonst mal gerade in den Chat und so geguckt. Ach so. Ich würde jetzt da einfach, Alufolie brauche ich. Alufolie. So, und wir haben beide auf Frühstück heute Morgen verzichtet. Ja, nur den Kaffee. Kaffee? Kaffee hatten wir, stimmt. Aber wie ich gemerkt habe, auf leeren Magen Kaffee ist auch manchmal... Aber bist du das nicht gewohnt? Machst du das eigentlich nicht? Schon. Ich habe ein bisschen mein Kaffeekonsum und sowieso meinen morgendlichen Frühstücksablauf ein bisschen geändert. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ich esse jetzt morgens immer so Quark mit verschiedenen Ölen und mit Früchten und sowas. Und sehr gut für den Körper. Das stimmt. Und ich habe mir halt abgewöhnt, zum Beispiel, ich bin ja nun Raucher, morgens schon gleich zu rauchen, sondern erst, wenn ich gefrühstückt habe und auf der Arbeit bin. Mhm. Wie lange machst du das jetzt schon? Oh, so Anfang des Jahres, Ende echt, letzten Jahres. Doch schon? Ja. Okay. Hast du denn das Gefühl, dass es dir dadurch besser geht? Ich sag vor allem, glaube ich, meine Verdauung hat sich um einiges gebessert. Ja, ist wirklich so. Also am Wochenende habe ich Kohl und Pinkel, ja, haben wir letztens drüber gesprochen, ne? Kohl und Pinkel gemacht und ziemlich viel gemampft und so. Mhm. Und auch Kuchen und so ein Kram. Da habe ich gemerkt, dass mein Körper doch schneller wieder Sachen loswerden will. Okay. Und das war mal wieder so ein Gefühl, wo ich dachte, stimmt, ey, früher bist du am Tag 40 mal kacken gegangen.
Fun Fact. Fun Fact. So, jetzt müsste ich eigentlich, weißt du was, die zubbeln wir einfach hier. Die geilen Kräuterste nehmen wir jetzt hier mal. Ah ja, stimmt. Die kann ich hier auch nochmal reinhauen gleich. So, was haben wir denn hier? Naja, das Ding ist ja, Koriander ist ja ein recht eigenes Gewürz, also was viele Leute gar nicht so gern mögen. Das stimmt, bei vielen ist es mit den Geschmacksnerven noch, das schmeckt wie Seife für die. Ja, ja. Ich liebe das persönlich voll. Also, auch also damit muss man, finde ich, vorsichtig würzen. Aber ich habe mich auch, also in letzter Zeit auch sehr viel selbst gekocht. Du kochst ja auch, oder? Ja, also asiatisch koche ich eigentlich. Und da gehört Koriander eigentlich immer dazu und gibt dem Essen einfach, finde ich, eine besondere Note. Ich mag es auch total. Und mir ist irgendwie aufgefallen, kann das sein, dass Moin Moin wirklich zu so einer Kochshow wird? Ja, so ein bisschen, ne? In letzter Zeit wurde viel gekocht. Letzte Woche gab's Müsli-Riegel, die ich übrigens verschmäht habe. Hast du nicht gegessen, ne? Nee, da wurde ja extra für mich auch ohne Nuss gemacht. Ja. Aber ich hab's verdödelt, ich hab die vergessen. Und die waren dann auch, glaube ich, ratzfatz weg, kann das sein? Ja, die lagen halt dann aus, ne, über den Tag. Und wenn da jeder mal in der Küche vorbeigeht, dann sind die natürlich schnell weg. Ist hier so, das ist jetzt hier Zitronen-Thymian. Den hab ich gerade drauf gemacht. Ach, Schnittknoblauch, hast du das schon mal gehört? Ich kenne nur dieses Knoblauchgras, das ist auch bei Asiaten immer so. Stimmt. Das kenne ich. Wie ist denn das hier eigentlich? Kennst du dich mit Käse und Dings aus? Du hast das im Griff hier? Ach so, ja, müssen wir ab und zu mal checken. Den liebsten Guck Kollegen. Mal sieht gut aus. Guck mal, selbst ist die Frau hier, der. So. Wer grillt denn bei euch zu Hause? Bei mir? Naja, Bruder, Papa. Ach so, ja, eigentlich ja, mein Bruder, ne? Ich bin meistens am Grill. Ja, also meine Schwester stand, glaube ich, auch nie am Grill. Irgendwie schnappt sich sofort der Mann. Ja, es ist irgendwie ist das meistens so. Also ich meine, ich habe ja auch nichts dagegen, weil meistens ist das ja, wenn man grillt, hat man mega Hunger. Und dann dauert das immer noch so lang. Und dann kann man anfangen zu essen. Ich guck mal kurz hier, was hier. Der Chat schreibt, genau. Der Chat sagt. Guck mal hier, wie man's. So ein bisschen eingeregnet ist es schon. Ja. Ah. Ich mach mal hier auf neue Laden. Ah. Oh, ich mal setz mal wieder meine Kapuze auf. Jetzt bin ich nass. Da grillen wir echt an. Was haben wir heute? 20. Februar oder so? 19. Februar. Ja, Leute, natürlich müsste man das hier ein bisschen kleiner schneiden, so den Basilikum und so, aber da wir so wenig Platz gerade haben, zupfe ich das einfach mal. Der kleine Mann zupft. Ja. Also hier ist auch einer, der sagt, definitiv die Seife. Was sagt jemand? Dass Koriander definitiv wie Seife schmeckt. Ja, ich habe nur ein bisschen rangetan, an den anderen tue ich nichts. Alter, hier ist ja schon volle Action. Wie sieht's denn da aus so? Wie ist denn die Größe? Hast du das nochmal runtergedreht hier? Nee, ich weiß gar nicht, wo man das runterdreht. Max off. Okay, wir sind noch auf Max. Hä? Ach so, okay. In die Richtung. Hä? Min. Ach da, Min. Okay. Okay. Wenn wir gleich explodieren, alles live. Cool. Wir drehen mal runter. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und hier kommt. Alter, wir machen echt einen ganzen Alufolienbaum hier platt. Ja. Ach, jetzt haben schon wieder die 8-jährigen Kinder los. Ja, aber die verdienen ja ganz gut, ne? Das stimmt. Schelle. Vor allen Dingen sind die halt auch immer so super berühmt danach, weil die halt zum Alufoliebaum gewandert sind. Tim McAllister schaffte dieses Jahr 400 Kilogramm Alufolie. Hau ich an den. Was hauen wir denn an den jetzt? Kein Koriander. Machen wir hier nochmal das Kräuterparadies auf. Komm mal, Zitronen, Thymian. Frische Kräuter ist auch so eine Sache, ne? Hm? Ist einfach was anderes, als wenn man hier so fertig gedingste aus so einem Streuer holt. Frische Kräuter, das stimmt. Auch wenn man fertig gekocht hat, am Ende noch mal ein bisschen frisch geschnittene Petersilie oder Schnittlauch oder sowas ran. Das schmeckt einfach 10-mal geiler als so ein Streuer. Also, liebe Kinder da draußen, sagt Mama, kauf frische Kräuter, nicht aus der. Ich glaube aber auch so Kochen und so, das kommt echt so ein bisschen mit dem Alter, ne? Naja, es kommt halt auch echt drauf an. Es gibt auch viele, die. Also ich kenne viele, die auch gerne so gekocht haben, schon immer. Ja? Ja. Ja, ich glaube eher Ladies. Ich glaube, die Männer
der Schöpfung sind da so ein bisschen fauler. Also ich kenne auch einen Koch tatsächlich. Ja gut, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Berufung. Ja, und der hat auch schon früher immer ordentlich gekocht. Wenn man dann als Teenager eigentlich immer zu faul ist. Ja, wenn ich überlege, ey, wie viel Fertigpizza und was weiß ich nicht und Baguettes und so. Ich habe früher immer, kennst du diese Miracoli-Nudeln, wo so die Soße in der Tüte drin ist und du die nur auffüllst mit Wasser? So durch Zufall? Eine Tüte, die du nur auffüllst mit Wasser? Ja, also da ist, in der Tüte ist so die Soße drin und dann quetscht du die Soße da aus dieser silbernen Tüte raus. Nee, das kenne ich raus. Nicht. Ich kenne nur so 5-Minuten-Terrine. Nee, das ist so Miracoli-Nudeln, die haben wir früher immer gegessen. Okay, klingt super gesund. Super formidabel. Ja. So, ich würde mal hier jetzt checken, was hier so das sagt. So, hier unten. Nom, nom. Naja, das Gemüse braucht ja meistens länger, ne? Ja, vor allen Dingen die Kartoffeln werden richtig lange da. Ach, die brauchen. Paprika. Oh nein, ich wollte ja kein Koriander, ich wollte hier Basilikum rauf. Ich würde hier, guck mal, hier, die sehen schon gut aus. Ja, das Blöde ist, dann müssen wir mal hier Dings raufklatschen, was? Aua! Fleisch. Ja, Fleisch sollte auch langsam kommen. Genau, das ist hier unten in der Tüte. Also falls du schon mal hier. Ja, soll ich hier eigentlich, was hattest du mit dem hier vor? Da wollte ich noch Paprika und so drauf tun. Und ein bisschen Frühlingszwiebel. Gut. Das mache ich sofort fertig. Dann ja, kein Stress. Wir haben ja nur bis 11.15 Uhr. Wie spät ist denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Zeit ist running. Ich weiß ja nicht, können wir überziehen? 10.48 Uhr ist es. Können wir überziehen? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. So, sagt ein bisschen uns keiner Pfeffer. Was. Checkt ja, hier. Wir können hier die Regie nämlich leider nicht hören. Ja. Weil wir ja nun hier in unserem palastartigen Garten sind. Ein Walkie. Nee, ich sehe keins leider. Ich glaube, das wurde vorhin geklaut. Oh, hier habe ich ein Ministück zu wenig. Hallo. Was ist denn das hier mit Dings und Käse? Was? Das Fleisch und Fleisch mit Käse, oder was? Ja, wir wurden extra eben beim Fleischer noch gütlich bedient. Und zwar. Die war wirklich sehr freundlich. Ja, die war sehr freundlich. Die hat uns extra noch Fleisch mariniert. Ja. Weil es nämlich immer nichts gibt, was man gut grillen kann. Also nichts, was jetzt ausliegt. I guess sometimes. Das ist nämlich das Problem, wenn man einkaufen geht hier drüben. Da läuft immer so Radiomucke. Und dann hat man den Ohrwurm. Da hat man den Ohrwurm. Man darf da einfach nicht. Wieso haben wir denn hier einen Pilz übrig gelassen? Den schmeißen sag mal, die Würstchen hier unten rein dann, oder? Ja. Ja? Keine Ahnung. Ich auch ja. nicht. Du machst das schon, Junge. Okay, okay. Ich vertraue dir. Dün, dün, dün. So, und dann schneiden wir jetzt Paprika. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Paprika zu schneiden. Zu schneiden? Also du meinst in Würfeln oder in Streifen? Ja, also... Was? Das müssen wir mal fast gleich mal den Chat fragen. Also die Regie teilt uns gerade mit... Hiernach sollen Almost Daily laufen, aber wir könnten das ausfallen lassen. Ha. Wir haben aber nicht, dass wir jetzt genau um 10:45. Du brauchst Handschuhe, ne? Ich bringe nichts. Willst du meine Handschuhe? Hast du auch keine Jacke an. Unser Kameramann steht hier. Und friert. So. Der arme Junge, bringt dem noch mal was zum Anziehen. Und dann gucken wir mal. Guck mal da. Guck wie mal, wir zeitlich. Jacke geben. 10:45. Willst du eine Jacke haben? Der verschmäht hier Bastis Jacke. Echt mal, die gute Jacke. Ist ja wohl nicht. Okay. Tut mir leid. So, hier, komm. Der holt sich keine, du gibst jetzt deine Jacke. Ich bringe unserem Kameramann deine Jacke. Wir sind doch hier ein Team. Und check die Innentaschen, ne? Oh. Mach mal hier, Handschuhe. Oh. Danke, Handschuhe. Basti. Ach, guck mal, Hannes. Es was wurde denn? Geface-swapped schon. Ja? Ja. Nice. Oh, die Anzeige braucht noch ein bisschen. Okay, wir gucken gleich nochmal. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Paprika zu schneiden. Erzähl, zeig mal. Ich mach das jetzt immer so. Ich schneide hier oben den Lümmel ab. Mhm. Und dann trenne ich die... Was ja auch schnell geht. So ab. Ja. Dann hast du immer den weißen Strunk weg. Zack. Und hier oben natürlich zacke die Zuck, wenn man das richtig macht. Und schon ist die Paprika vorbereitet. So einfach geht das. Hat man das gesehen?
Ich hoffe. Wie krass schnell dieser Bub einfach nur Paprika tut schneiden. Internet ist... Dankeschön an Sebastian, die alte Schlange. Nein, Sebastian, Freund von mir, der hat mir diesen Move gezeigt. Ich habe mir früher immer Derbsein abgedödelt bei Paprika schneiden. Und nun ist es eine Wonne. Jetzt finde ich das... I guess sometimes I'm tired. Das hast du mir eben beigebracht. Ich dachte immer, I love you oder so. Naja, ich höre den Song nie. Ich kenne den dann so... Ich kenne den Song immer nur so mal eben bei Edeka gewesen oder im Autoradio beim Bekannten oder so. Es gibt schlechtere Songs. Der macht schon ganz gute Laune, muss man sagen. Ach so, werden wir sonst geclaimy-clued, wenn wir das jetzt singen? Bitte, was? Werden wir sonst geclaimy-clued? Oh, 15 Sekunden ist okay. Wir werden geclaimed. Ach so, du willst ihn jetzt spielen, oder was? Ich dachte, weil wir den singen. Nee, so. Weil wir ja, das weil wir den singen. Das klingt wie das Original. So, mach den Louis klein. Ja, ich finde jetzt das Bild nicht mehr und das Internet war mega lahm. Es tut mir sehr leid. Hatten wir nicht eine Gabel? Ah, doch, da. Ja, also wenn ich mich so an meine Kindheit zurückerinnere, wenn wir gegrillt haben, also ja. War eher so hier Gemüse und so war eher Mangelware. Nicht, dass meine Eltern, aber irgendwie, klar, es gab auch noch nicht Salat mal einen Salat und so. Oder so? Achso, doch. Ja, aber wir haben auf dem Grill haben wir recht wenig gehabt. So wie wir jetzt hier so einen riesengeilen Superflation machen. I guess, oh man, sometimes. Na, 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 na. So, ja. Brauchst du was? Ich überlege gerade, ob bei den Kartoffeln noch so ein bisschen mehr Öl rein soll, weil damit die mehr durchsiffen. Also mehr Butter? Das klingt wunderschön, wie ich das gesagt habe. Ja, eigentlich muss da Öl rein, ne? Aber nehmen wir Butter, oder was? Ja, nehmen wir jetzt einfach das, was wir haben. Bei Fick dich, Körper. Oh, ich habe aus Versehen reingestochen. Aus Versehen reingestochen? Ja, in die... Ja, ich hoffe, es nieselt nicht mehr so viel. Die Technik hier... Ja, es... Komplett eingewickelt in Mülltüten. Okay, ja, hier, die Kamera hat... Die Kamera hier, die hat nämlich einen Regenschirm drauf, was ich sehr witzig finde. Okay, oh ja, stimmt. Oh, das ist irgendwie niedlich. Ja, da. Ey, war da gerade Miri zu sehen? Miri, sag doch mal hallo. Da, jetzt. Und guck mal, Dini Boy ist auch da hinten. Ah, oh, der hat seinen Lippenstift rausgedreht auch. Ah, nice, Dini Boy, Alter. In dem Alter, du. Haben wir nichts anderes gemacht, ne? Ja, danke. Rote Rakete ist hier am Start, ey. Sauber, Dini. Du weißt, wie man die Leute unterhält. Boah, das wird hier aber auch ein Riesenschiffchen. I guess sometimes. Ich merke durch die dicke Jacke auch gar nicht die Hitze am Grill. Gut oder schlecht? Ist jetzt. Ja, das ist ja hier ein Gasgrill. Ich bin eigentlich eher ein Kohlegriller. Ich finde den Duft und den Spaß daran, die Kohle anzuzünden, irgendwie befriedigt mich das so ein bisschen. Ich finde so, zwei Räder drehen und dann auf einmal ist Feuer da. Das ist so, ich will das mehr so Castaway-mäßig. Ich habe Feuer gemacht. Das dann lecke ich, so. Leck ich mit meinem Beachvolleyball rum. Wilson! Nennt man das objektophil, ne? Ja. Und Leute, schön. So. Da gibt es doch eine Frau, die war mit den Twin Towers verheiratet. Ach so, ich kenne nur hier Eiffelturm. Die Geschichte kenne ich nur. Ja, genau. Und ich habe letztens einen gesehen, der mit dem Motorrad. Es mit dem Motorrad zu tun hat und sein allererstes Mal, was war denn sein allererstes Mal? War ein Fahrrad oder so. Er steht anscheinend auf zwei Räder. Metallisch. Metallisch und zwei Räder. Aber ich meine, Tim hat ja gestern in den News, Vorsicht, hat ja gestern in den News erzählt, dass Sodomie ja jetzt, ich dachte, es steht schon immer unter Strafe, also es ist ja verboten. Okay, Sodomie, da haben wir es. Weil ein Objekt, sag ich jetzt mal, das empfindet ja jetzt nichts. Ja. Aber ein Tier, also so, ich glaube, Objektophilität, ich weiß nicht, wie es heißt. Ist jetzt verboten? Nein, ist legal. Also, achso, ich wollte gerade sagen. Ich wüsste nicht, wieso. So, du bist da voll am Start, oder was? Ja, ich hab gerade ein bisschen Fett nachgeschmissen bei den Kartoffeln.
So, der Rest braucht halt noch ein bisschen, bevor ich den wende. Deswegen dachte ich, ich mache nochmal zu. Zwiebeln, wo? Siehst du die Zwiebeln? Zwiebeln, die hier? Meinst du die? Ja, die muss ich da noch rein. Ich guck mal währenddessen kurz mal im Chat nach. Genau, mach du mal was Kommunikation. Was ist denn hier beim Chat los? I guess sometimes. Ja, Nasti, also das klingt nicht so, als würdest du Kommunikation betreiben. Ja, nö, fett. Panflötenmusik? Miri labert hier einen Scheiß, das könnt ihr leider nicht hören, aber die will uns hier, damit wir Musik hören, Panflötenmusik andrehen, weil die nicht geclaimed wird. Also, ja gut, ihr wisst ja, was claimed ist. Weil die nicht geclaimed wird. Bei YouTube uns angelastet wird als Diebstahl. Also es gibt hier auch welche, die ein bisschen neidisch werden, wenn sie das Fleisch und so sehen. Das Fleisch? Also ich habe richtig Bock hier auf den Gemüseschiert. Und hier sagt einer, danke Hannes für den Ohrwurm. Ja, danke Edeka für den Ohrwurm, ey. Sehen Sie jetzt live RBTV, das Kochmusical. Ich mach hier Fleisch und auch ein bisschen Gemüse. Hannes ist so begabt mit dem Messer, er könnte sogar Beschneidungen durchführen. Oh, das stimmt. Könnten wir nächstes Mal das Bar Mitzvah Special hier machen. So. Ja, mit dem Messer umgehen, ne? Hier, falls man das raufkriegt. Ja. Hat man es drauf? Ja, wir warten kurz, bis der liebe Kamera wahrscheinlich, ach hier. Jetzt. Ne, immer hier die Finger halten. Und mit den Fingern das Messer führen. Und dann kann man hier schön so batz, batz, batz. Also ihr habt ja wahrscheinlich alle schon mal eine Dings. Aber so kriegt man hier schnell. Das sieht unglaublich schön aus. Sieht's nicht? Doch, es sieht schön aus. Ah, hier. Guck mal, einfach so meinen Finger ab. Das ist voll der... Oh nein. Scheiße. Das ist voll der Papa-Trick. Ja, Dini-Boy, mir ist nichts passiert. Bleib locker. Das ist voll der... Ja, hier, jetzt, hier. Hannes. Okay, warte. Hier, Face-Swap ist irgendwie... Oh, das ist ja richtig professionell. Warum? Hast du keine Hast Stirn? Du dich bei uns schon beworben als Grafiker? Christian, hast du schon? Ja, der Christian Harten. Vor allen Dingen ist echt... In meinem Kopf hast du keine Stirn mehr. Du bist nur Nase und Haare. Schön. Aber ich hab Haare. Stell dir das mal vor. Hattest du nicht auch? Nee, ich wär nicht. Aber diese... Ich habe ja eine... Na, ich habe doch eine Krankheit, Nasti. Ja. Hast du die nicht auch? Aber vielleicht willst du darüber nicht sprechen. Ach so, okay, ja, vielleicht willst du ja nicht drüber sprechen. Nee, ich hab, wir sind beides Neurodermetiker. Ja. Genau. Und ich habe letztens einen Fragebogen ausgefüllt für eine Bekannte. Ja. Nur um zu testen, wie lange braucht jemand, den auszufüllen. Und der ging über Neurodermitis. Ja. Und da war so auch ankreuzen, anscheinend viele Menschen haben Asthma oder so, die Neurodermitis haben und so natürlich... Oder Hausstauballergie und sowas. Und da stand kreisrunder Haarausfall. Kreisrunder Haarausfall echt? Als mögliche. Und da dachte ich mir so, Alter, okay. Jetzt habe ich endlich jemanden außer meinem Vater, dem ich dafür Schuld geben kann. Nämlich einer schlimmen Krankheit. Na, aber ich meine, bei mir ist echt gut geworden, muss ich sagen. Ich habe wenig Probleme. Ja, ich habe auch, also sobald auch wenig Stress und so, ist alles cool. So, guck mal, den Oschi hier. Oh, den packst du jetzt darauf, oder was? Alter Falter, das ist ein bisschen wenig Alufolie, ne? Ja, dann machen wir noch eine drum. Der ist nämlich auf jeden Fall... Dini Boy, ist doch alles cool, hier ist voll Essen am Start und du darfst nichts. Guck mal, wie er schnuppert. Ja, ey, wirklich. Ja. Ihr Schweine! Das ist das, was er sagt. I guess, oh man. So. Ein schönes Gemüseschiffchen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das dauert hier echt ewig so. Ey, Dean, aus. Hallo, junger Mann. So. Warte, ich geh mal eben hin. Geh mal hin. Auweia, auweia. So, ich glaube, wir können dem Louis hier mal wieder Zunder geben, ein bisschen. Nein. Gehen wir hier mal nicht auf, warte mal, nicht auf Max, machen wir hier. Super, guck mal, du hast hier doch dein Stocki. Der Stock ist auch viel besser als das, was auf dem Grill ist. Ja. Ja, ist er. Alter,
Ich hoffe, die Leute haben Hunger. Ja, bestimmt. So, hier muss noch Kräuter, naja, Knoblauch. Ey Leute, wir essen heute alle Knoblauch, ne? Da machen wir uns nichts vor. Alle riechen nach Knoblauch. Everyone has Knoblauch. Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch. Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch. Ja, wenn wir alle riechen, dann riechen wir auch nicht mehr, dass der andere nach Knoblauch riecht. Das ist doch genau. Gut. So, zack. Knoblauch, Butter. Zack. So, ja, wir wollten ursprünglich noch Mais holen. Ach nee, das haben wir ja sogar schon gesagt, ne? Nee, ja, oder? Wir haben Mais vergessen. Wir wollten schön Mais mit bisschen Butter und Öl machen. Das haben wir vergessen bei unserem großartigen Einkauf. Ja, es ist, Everyone has AIDS. Na, 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 na. Nee, hab ich voll oft als Ohrwurm übrigens. Ist schlimmer, AIDS. Okay. Das heißt Abschied für, aber du kennst nicht Everyone Has AIDS? Nein. Von Team America? Ach so, echt? Everyone has AIDS. Da-da-da-di-di-di-da-du. Your mother and your grandpa too. AIDS, 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 AIDS. Und eine Stimme am Ende sagt noch so leicht AIDS. Richtig dumm. Ach ja. So, ich glaube, wir haben jetzt fast alles verwertet hier. Wir sind super. Wir sind zeitlich gar nicht schlecht. So als Team, ey, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so gut Hand in Hand arbeiten. Aber wir waren ja auch mal, ich meine, vor langer Zeit. Ja. Nebeneinander sitzende Kollegen. Das ist wahr. Bist du ja sozusagen fast autark arbeitest du. Du kümmerst dich ja hauptsächlich um, wie heißt es immer, Games at... Nee, Games Night, NRW. Und nebenbei mache ich noch Tilt und das Game Plus Coming Soon. Genau, du bist damals Grafikpraktikantin gewesen und jetzt machst du ja eher fast Schnittarbeit, ne? Ja, und was mal so anfällt, wenn einmal was mit Grafik anfällt, muss ich euch nicht belästigen, was doch gut ist. Nee, das finde ich cool. Du hast letztens irgendwie das mit dem Auto, habe ich gesehen, ja, bei genau. Tilt, wo die da so rumfahren. Das, ja, das ist natürlich, wenn ein Cutter auch ein bisschen Grafik machen kann, kann der halt auch oft schnell kleine Ideen umsetzen, wo dann halt manch anderer dann sagt, okay, ich frag mal die Grafik und das denen dann wiederum ein bisschen hemmt, vielleicht diese Idee umzusetzen, weißt du, weil er denkt, oh, die haben bestimmt keine Zeit. Da brauche ich euch nicht belästigen, mach ich selbst. Übrigens ist diese Schürze für große Menschen und ich bin ein kleiner Mensch. Miri, Hilfe. Was mache ich denn? Ich stelle mich an hier wie der letzte Idiot. So. Ach so, weil hier, das rutscht immer unter meinem Arsch. Weil das Gemüse muss da drin ja schwitzen. Muss richtig schön... Ja, ich wollte noch hier Hühnchen und so rauftun, ne? So. Ist nur ein bisschen voll langsam, aber ich glaube oben links, die Pilze sind durch. Ha, 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 ha. Naja. Schön noch ganz lange dich gedreht. So. Ja, ganz geil. Und hier haben wir unser grandioses Fleisch. Fleisch, das zeigen wir gleich mal. Das sieht echt schön aus. Da habe ich ja mit Steffen schon drüber gesprochen. So. So. Fleisch beim Fleischerholen ist halt schon ein ganz anderer Schnack. Das ist wahr. Ich hole mal hier das Hühnchen raus. Das ist das Hühnchen. Sieht man das? Komm, ich komme ran. Egal. Basilikum hätte man noch drüber tun können. Mm. Das sieht einfach nur lecker aus. Für einen Vegetarier ist das so schön. Richtig, ja, rohes richtig Fleisch schön. Sieht halt totes Tier. Nicht in allen Fällen lecker aus. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir aber hier die. Was machen wir denn mit denen? Hier hast du gesagt, das ist so eine Warmhalteplatte, ne? Ja, jetzt haben wir ja hier Platz geschafft. So. Was machen wir eigentlich mit dem Chicorée, den ja, du kaufen den, wolltest? Ja, den können wir doch, wenn es fertig ist, dazu machen. Ach, du meinst das, so Salatino-mäßig. Wird doch nicht gebraten. Ja, genau. Damit noch ein bisschen was Frisches und nicht nur gebratenes Zeugs. Mensch. So, den stelle ich mal. Ich habe es aus Versehen aufgerissen. Ich hoffe, das Mensch. Ist nicht so. Mensch, Mädel. Ja, Mensch. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von einer Krankheit. Ach so, lässt man die unten, hä? Nee, das glaube ich nicht, weil ich muss das aufklappen. Ja, das dauert, du kannst hier müsste was raufkommen, oder nicht? Ist schon fertig? Ja, Achtung, ist heiß, ne?
Wie ist das Würstchen schon ja, durch? Ja, die hier hinten sind schon. Rudi ist hier also der Erste. Herzlichen Glückwunsch. Nee, alles. Ich dachte halt, so weit sind wir noch gar nicht, aber hier die... Ich sag ja mal, froh am Grill ungeheuer. Genau so. So, jetzt habe ich nichts zu tun, das heißt, putz mir mal das Näschen. Oh, ja, kannst okay, ja es mal. Sieht sehr gut aus, die Kameraeinstellung ist top. So. Ah! Lootbooty wurde hier geschrieben. So, ich mache hier mal ein bisschen so. Wir haben sowas wie eine Zange, haben wir nicht, ne? Ihr habt einen Grill, ich habe Toastbrot. Ja, das tut mir leid, du. Brot haben wir auch noch, das machen wir nachher noch drauf. Wir haben sehr viel. Ja, ich geb dir gleich. Ja, genau. Adrian Jawakciau hat geschrieben, den kreisrunden Haarausfall hast du wohl leider von deinem Opa mütterlicherseits, Hannes. Der wird nicht vom Vati vererbt. Ja, ja, das stimmt. Eine Generation springt ja eigentlich immer über. Hier gibt's ein geiles Bild. Was denn? Schön. Richtig gut. Ja, ja, da wurde... Der Alufolie im Baum, sagst du. Danke, Matthias, mit einem T. So, was haben wir? Ja, ich will jetzt auch grillen, Leute. Das ist gut, dass wir euch heiß machen. Dann geht mal, lootet mal gleich den gut sortierten Fachhandel bei euch um die Ecke und tut es uns gleich. Und wenn ihr Uni habt oder Arbeit, scheißt mal drauf. Vorbild, ruft an, sagt, Hannes. Ihr seid krank. Hey, that's the way it is. Man ist halt auch mal krank und vielleicht auch jeden Montag und jeden Freitag. Das ist doch kein Problem. That's just the way it is. Du bist immer montags krank. Oh, und freitags. Ich bin immer krank. Da weiß er, kommt Tupac so rein. Was geht denn hier ab? Mein Frühstück. Oh, nicht ernsthaft. Was denn? Diese Nudelpizza. Dazu, wow. Guck dir mal den Effekt an, das Ding spinnt hier. Die Nudelpizza, dazu Coca-Cola Zero. Ja, nur weil du Zero trinkst, heißt das nicht, dass das gesünder ist. Vor allen Dingen Nudelpizza, Kalorien auf Kalorien auf... Ey, was ist denn hier? Siehst du das? Was ist denn hier los mit dem geilen Bildschirm? Regie, kriegt ihr das noch so rein? Oder? Pump it up. Pump. Das ist super seltsam. Ja, keine Ahnung, der zieht das immer. Es ist egal. Ist nicht so wichtig. Wir überleben das schon. Hier, angrillen kenne ich nicht. Bei uns wird das ganze Jahr durchgegrillt. Ah. Oh. Hast du auch kalte Fingerchen? Nee, warum hast denn du... Echt krass. Hannes. Pusten. So, da ist der Face. Heißt es eigentlich Swap oder Swap? Swap. 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 Nein, okay. Face Swap. Swap. Okay. Swap. I guess. Ja, schreibt uns gerne natürlich zu Hashtag RBTV, Hashtag Moin Moin, wie gehabt. Ja, Salat haben wir heute nicht gemacht, sozusagen, weil wir ja diesen, wie war das jetzt, Porree? Nee, Chicorée, genau. Jetzt habe ich der Halloumi, der ist ja so jetzt auf der Alufolie und ich kann den schlecht drehen. Ey, shit. Was machen wir denn da? Hannes. Shit. Lassen wir das einfach so und sagen, deal with it. Meinst du, dass wir den nur einseitig grillen hier? Weißt du? Oder wir machen eben nochmal Alufolie und drehen. Nein, da kriegen wir es von keiner Seite ab. Shit, da habe ich nicht dran gedacht. Ja, ich auch nicht. Ich habe ihn nämlich immer einfach so auf den Grillschnödel getan. Wir sollen uns seitlich hinstellen. Oh. Nein. Ach so. Da, die Kamera. Hallo. So, wahrscheinlich, genau. Ja, hier haben wir das Problem, ne? Der lässt sich... Ja, lassen wir, oder? Ja. Wir müssten eigentlich schon mal mit ein paar Würstchen, können wir schon mal was herrichten, oder? Ein bisschen ja, Halloumi, ein bisschen Wurst, halt Gemüse. Doch, wir hatten die Pilze, die ich jetzt hier kalt werden hab lassen, weil ich ein Idiot bin. Oh, gut. Ein Glück hast du dich drum gekümmert. Du machst es super. Ich freue mich voll, dass ich hier auf deine Expertise zurückgreifen kann. Auf jeden Fall. So, ich habe hier nämlich Teller drapiert. Fleisch drehen kann ich. So, ich glaube ja Basti, der uns hier so super geholfen hat, der gerade nicht zugegen ist. Basti? Nee. Bastian! Aber da hinten steht auch Thaddäus, unser Hausmeister. Ah. Der steht hier nur ganz zufällig rum, ja? Ganz zufällig und guckt uns zu. Thaddäus, hast du schon Frühstück gehabt? Nein, kein Frühstück. Na dann. Wieso hat Simon gerade eine Flasche über den Kopf gekriegt?
Weiß ich nicht. Who knows? Das heißt, du möchtest ein bisschen, soll ich den Teller herrichten? Okay. Du magst alles. Gut. So. Wie laufen die so? Oh, ja. Die brutzeln schön. Ja, ja, die brutzeln sieht sehr richtig gut aus. So, dann hast du mal hier so zwei, guck mal nehmen die berühmten Finger. So. Sehr gut. Kriegen wir so einen Halloumi? Pilze, ein bisschen Halloumi abgekrabbelt. Oh, die sehen ja hervorragend aus. Die müssen wir mal gleich zeigen. Nee, ich mach den Teller fertig, dann zeigen wir den. Aua, es heiß am Finger. Oh, scheiße. Sollen wir den mal eben runterholen? Nein. Was ist mein Schwanz? Aua. Oh, hier. Komm, wir holen den eben hier rauf runter und dann fummeln wir den hier unten ab. Das ganze Teil. Ach so. Ach so, meinst du das? Oh, voll weggenascht. Ja. Was soll das denn? Oh, Halloumi ist auch immer... Was ist das eigentlich? Vegan? Nee, ne? Nee, ist ja Käse. Ich weiß gar nicht. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob das so eine Nachbildung ist. Nee, Halloumi ist ja so ein griechischer... Ey, war das echt ein Fehler, das auf Alufolie zu tun? Ich meine, verdammte Axt. Ey, wenn du alle Fick und Fuck des letzten Jahres auf Rocket Beans TV zählen würdest... Ja. Ich habe doch auch dieses falsche Gepiepse gemacht noch. Weißt du, kennst du das durch Zufall? Da gibt's einen. Ah, guck mal, du warst besser. Naja, gut. Ja, okay. Also Halloumi nicht auf Alufolie machen. Nee, dumme Idee. Dumme Idee. Super dumme Idee. So, wir hatten zwei Gabeln, ne? Weißt du, wo die andere geblieben ist? Nice. So, und hier... Kommen Sie, die schön. Ja, die sehen so gut aus. Brot haben wir jetzt leider noch nicht, lieber Thaddäus. Stimmt, wir könnten mal. Weil wir gerade gar keinen Platz dafür haben, anscheinend. Wir können ja mal einfach eins nehmen und versuchen, Platz zu machen. Wir haben nämlich auch kein fertiges. Wir haben extra zum Warmmachen Baguette geholt. Ja. Aber Thaddäus, du kommst auch ohne klar. Das Geile ist. Den Teller. Hättest du ja auch mal ein bisschen schöner drapieren können, Hannes. Ja. Wo sind denn die. Das Gemüse ist jetzt nicht dabei. Aber, warte. So. Es sieht aus wie ein Raumschiff. Ich habe schon Schöneres gesehen, ja, ich gebe es dir zu. Besteck holst du dir selber? Brauchst du Ketchup? Gut. Okay, Thaddäus ist schon mal... Versorgt. Versorgt, so. Und ich müsste mal gucken. Ui, ich glaube nämlich, warum der Feta der so? Hier... Was sagst du? Der Feta ist nämlich gut. Den können wir schon mal runternehmen. Oh. Der sippt ein bisschen. Dann haben wir da nämlich Platz. Lecker. Ja. Lecker hören wir davon. Sehr gut. Thaddäus. Hau mal hier einfach so ein bisschen so eine Hälfte drauf. Oh, dann da geht müssen das wir schneller. Aber dann aufpassen, ne? Ja. So. Was tut denn? Das Fleisch, hast du das gezeigt? Das sieht echt bombig aus. Schön mit Knochen. Kann man das noch. Fleisch sehen? Das ist hier... Da, guck mal, ja. Warte mal. Halt mal rein, dreh mal. Das ist schon schön mit Knochen, schönes Nackensteak. Oh. Sieht schon ganz schön bombig aus. So, da hinten haben wir natürlich die Hitze wegen den Dings. Wie sind die? Ach, die brauchen noch, du. Ich leg mal da einmal das Brot drauf. Die brutzeln schön. Die brutzeln richtig gut. Was gibt's hier eigentlich? Ist das auch? Ja, ist auch. Auch. Oh, aber die sind schon... Ja, die brauchen aber noch ein bisschen. Die sehen aber schon gut aus. Muss man hier schön zumachen, damit die da den... Mach da mal. Du hast die Gabel. Wo ist eigentlich die andere jetzt? Mach da. Du hast die Haare schön, du. Danke sehr. Stimmt, habe ich dich drauf angesprochen. Nur eine Woche, nachdem du neu beim Friseur warst, habe ich das gesehen. Eine Woche nicht später. Nicht schlecht, für einen Kerl nicht schlecht. Das stimmt. Der Beste war Basti. Basti hat's, ne? Basti hat gleich am ersten Tag. Ja, ist ein richtiger Ladiesman. Ah ja. Aber ist ja vergeben, ne? Ja, das stimmt. Aber du ja auch, Hannes. Du ja auch. Ja, das stimmt. Wo wir hier schon, ne, uns Fleisch beschauen, du. Was ihr jetzt auch gerade tut. Och, ist das süß. Was denn? So, ja, machen wir nochmal zu. Machen wir nochmal kurz zu. Ich krieg auch gerade voll Hunger, wenn ich das alles sehe. Na, wir können ja mal ein bisschen was... Oh, guck mal, ich hol mal den einen Teller, wo wir das dann drauf tun. Wir können ja mal was zwischendurch ab und zu mal snacken. Ja, bitte. Ich bin total dafür. Snack my bitch up. Hier sind noch dicke Würstchen. Dicke Würstchen kenne ich mich mit aus. Oh. Aber ich rede nicht red von groß machen. Oh, Alter, Flo.
Flo denkt ja richtig Whip. Hör auf zu jammern. Jetzt kommen hier die Leute mit Besteck, weil alle wollen essen. Alle wollen essen. Ich check mal nochmal. Ah! So weich. Warum ist das die Erfolgssendung Big Brother? Ach so, die haben hier einen Big Brother 24 Stunden live Verarsche gemacht. So. Hat man das... Dann müsste ich jetzt mal probieren hier. Ich weiß gar nicht, ob der gelungen ist, der Käse. Ich bin mal so frei. Ja, ne? Ich bin gespannt. Okay, jetzt hat er aber Marinade hier. Nein, dran. Nimm doch eine neue Gabel da. Nein. Okay. Mach neu. Ich bin gespannt. Träumchen, willst du? Ja, ja. Von der gleichen Gabel? Ja. Krass. Ist nicht heiß. Okay. Danke. Oh, das ist echt gut. Das ist ganz geil, ne? Ja. Der Basilikum ist geil. Hier, der denkt mit. Plastik plus Hitze gleich nicht gut. Hier schreibt irgendjemand im Chat, irgendwas stimmt mit der Bohne im Hintergrund nicht. Oh, ach so, sie ist gar nicht mehr da. Nee, es ist runtergefallen, aber... So, wir hätten, glaube ich, gleich eine Bratwurst. Kleine Dinger. Leider, das Gemüse ist noch nicht so weit. Das haben wir zu spät. So, Teller habt ihr wo gelassen? So, unsere lieben Aufnahmeleiter und Leiterinnen kriegen dann als nächstes. Darf es denn ein bisschen Käse sein? Ja, Hannes, es gibt eine Keule hier, ne? Hannes, hier ist ein Witz. Hier ist ein Was Witz. Macht ein Steak das, im Dunkeln? Was macht ein Steak im Dunkeln? Oh, warte. Marinieren. Was macht ein Steak? Well done. Nee, erzähl. Sich verstaken. Oh, okay. Shit. Wieso denke ich nur, dass das schlau ist? Ich wollte es dir nur mal sagen. Oh, ey, Käse. Oh. Ich sitze hier gerade so gut. So, ein bisschen Pilzis. Throw it on the ground. Huch. Throw it on the ground. Ging das nicht so? Nee, ich glaube, es waren allen möglichen. Ich nasche hier noch so einen Käse weg. Mit dem Finger. Ja, wenn man grillt, kommt man immer wenig zum Essen, ne? Und alle um einen rum gieren. Deswegen macht ja immer irgendjemand anders das Grillen. Okay. Und weil die müssen wir uns hier nämlich auch mal testen. Auch gerade Käse im Mund. Ja, die sind schon kalt, aber ja, formidabel. Gut. Aber hier. Formidabel, die andere. You are the one for formidabel. Me, wo for ist die me. Andere Gabel? Formidabel. Kalt, aber gut. So wie mein Herz. Oh, die sollten wir vielleicht auch mal. Ja, Halloumi kommt jetzt runter. Weg. Das, was die da machen. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger und lecker. Ja, genau. Ja, Gemüse braucht leider noch ein bisschen. Ein bisschen Krebsbrot. Kommt weg. So. Das für die Dame. Das für die Dame dann auch. Ah, Würstchen braucht noch ein bisschen. Ja, die müssen noch einmal gedreht werden. Geben wir ein bisschen mehr Zunder. Ja, was hier mit den Potatos? Ja, die willst du mal noch, hier ne? mal so einen von unten nehmen? Vielleicht einmal zum Testen. Weil guck mal, der sieht ganz gut aus. Ja, aber Hauptsache Johnny steht davor. Ja, echt mal. So, gehen wir mal hier hin. Guck mal, die Nasti hat ja hier so Süßkartoffeln gemacht. Guck mal, die sieht doch schon. Die testen wir jetzt mal an. Na. Käse. Gut? Sehr gut. Aber die brauchen noch ein bisschen, die anderen. Okay. Ne, die sind noch hier, oder? Ja. Gib dir noch 2-3 Minuten. Okay. Lecker. Oh, sehr gut, ey. Oh, ich wollte noch ein Stück Brot reintun. Warte. Was? Hast du was gefragt? Als Gentleman der ersten Stunde, dass ich zuerst esse und mir von dir noch das Mikrofon reichen lasse. Ich habe von dir nichts anderes erwartet. Ja, also Leute, Halloumi nicht auf Alufolie. Ja, aber ey, schmeckt trotzdem geil. So, ach nee, da fehlt noch die Wurst, ne? Da ist so eine Wurst drauf. Ja, ja, ich dachte, ach so, du meinst eine große Wurst? Schön mittelhart. Was ist mittelhart?
Die Konsistenz der Wurst. Ja, ich dachte, er reagiert anders. Ich nasche hier schon mal ein bisschen. Dines, was nicht die Steine essen, du Dödel. Dreck reinigt den Magen. Na gut. So. Wenn Keule, dann richtig nah ran. Das sage ich auch immer. So, hast du was Brot hast du da oben? Guck mal, dann können wir ja hier. Was sagen denn hier die Pilze sind schön kalt. Abzug. Was? Gibt es Abzug, dass die Pilze kalt sind? Nein. Ja, sorry. Die waren zu früh fertig. Die könnte man hier nochmal. Aber jetzt sind sie eh fast leer. Ja, die sind auch so leer eigentlich. Wir haben 4 Grad, es ist okay, wenn Pilze abkühlen. Eigentlich nicht. Aber die beiden machen das fantastisch. Da. Ja, es ist halt dann, wenn du doch so viele verschiedene Sachen hast und irgendwie gibt der hinten das Feuer ab, ne? Ja, das ist so ein bisschen ungleich. Also ich meine, das ist schon gut, weil du dann immer die Sachen, die dann schon fertig sind, ein bisschen weiter nach vorne ziehen kannst. Ja, aber dadurch, das braucht lange, darum bin ich mal so frei. Und tue hier noch eins drauf und ich glaube kleine... Die kann man auch nochmal teilen, ich finde so kleine Würstchen. Oder große Würstchen? Kleine Würstchen. Ich weiß nicht, wir haben noch... Würstchen sind halt immer gefährlich. Komm, wir nehmen erst die... Großen? Dicken. Ja, dein Essen wird gerade kalt, ich bin ein Idiot. Willst du schon mal beginnen und du kriegst die Wurst gleich im Nachhinein? Gerne. Tut mir leid, ey. Ich hätte auch erstmal der Frau geben müssen und nicht dem Mann. Mann. Habe ich die jetzt? Egal. Oh, ein Träumchen. Das ist vielleicht eine dumme Idee. So, ich muss mir nochmal das Näschen putzen. Durch diese Kälte kondensiert es nämlich in der Nase. Und dann läuft einem das naus. Vorsicht, Mikro. Ah, die sind so flupschig. Noch was. Bam. So, dicke Würstchen sind auf dem Grill. So, hier, den fummeln wir jetzt mal in der Zeit ab. Ich fummel den mal hier ab und tue ihn in meinen Mund. Sehr gut. Ja, Vorsicht. Jo. Ja, kann ich machen. Max schreit nach Feta. Mhm. Achtung, da ist ein bisschen Alufolie dran, dass du darauf getan hast. Oh. Ich bin mal währenddessen wieder beim Chat. Hey Chad, was geht bei dir so? So Max, du willst ein bisschen Feta. Ist das in Ordnung? Achso, wo ist der jetzt? Wieso schreit der dumm rum? Kriegt ein bisschen Halloumi, kriegt ein bisschen Feta. Der Feta jetzt auch schon ist größer wieder... als Peter, schreibt der Chad. Feta ist größer als was? Peter. Kreta. Okay. Grandios. Also wir produzieren hier ganz gut Müll. So, jetzt wird es eine Brat geben für die liebe Miriam. Die räuche ich dir hier mal so. Und vielleicht darf noch, weiß nicht, ein Stückchen Brot. Was passiert denn da gerade, bitte? Ja, was denn mit der Regie los? Regie. Ach, Max isst ja kein Fleisch, stimmt? Ich guck mal wieder bei Twitter. So, ich hol mal jetzt hier einfach eine von den Süßkartoffeln raus, wa? Oh ja, die will ich auch unbedingt. Und die checken wir mal aus, weil die kann der Maximum ja dann auch gerne bekommen. Apfel-Zimt-Nuss-Schnecken zum Frühstück gibt es hier bei jemandem. Bei Peter. Hallo Petersilie. Badum, badum. Irgendwas riecht hier ein bisschen verbrannt. Ach so, das bist du. Ich riech verbrannt. Guck mal, für den Maximum vegetarischen Teller. Ist Max eigentlich Veganer oder? Nee, Vegetarier, glaube ich. Wo ist er denn jetzt? Max. Magst du es mal Max bringen und du kriegst auch gleich was? Ach, musst du telefonieren? Hast du schon so eine Dings probiert? Nee, hab ich noch nicht. Ja, hier, dann try my one. Ja, ich mache hier auch noch mal kurz Fleisch-Action. Sehr gut.
Dean ist ein bisschen unentspannt, ja. Wenn es hier nach Essen riecht und Frauchen die ganze Zeit damit rumhantiert, denkt er wahrscheinlich auch, what the fuck? Bald was. Aber er hat ja auch seinen bitte? Seinen Kauknochen hat er. Den hat er, glaube ich, schon wieder vergessen. Was hier mit dem hier? Muss man das hier irgendwie drehen? Ich kenne mich nicht so gut aus mit... Vor geraumer Zeit. Wir müssten das halt mal nach hinten. Gern Hitze irgendwann. Okay, bringen. Warte mal. Ich könnte das hier... Das hier so, schon noch jemand Feta-Käse. Ja, das stimmt. Der junge Mann kriegt Feta-Käse. Den mache ich noch mal ganz kurz wärmlich. Vorsicht. Ich nehme das mit. Vielen Dank. Ich bin mal so lange. Ja, bitte sehr. Sehr gut. Hey Nassi, ich bin relativ stolz auf dich. Relativ. Mehr reicht es aber noch nicht. Noch nicht ganz. So. Brot ist ein bisschen drauf. Ich glaube, ich schneide noch mal Neues auf. Du hast da deinen Knochen. Was willst du denn? So. Das hier packe ich mal so lange hier zwischen, damit es nicht kalt wird. Dann machen wir noch mal zu und dann machen wir Basti gleich seinen sexy Teller. Ich erinnere ihn noch mal an seinen Knochen. Guck mal hier. So, hier haben wir was. Brot mit Oliven. Das wird jeder wohl lieben. Nein, wir hüpfen nicht. Ja, liebe Zuschauer, es tut mir ein bisschen leid, dass wir euch so wenig involvieren können und euch Hunger machen. Eigentlich machen wir eigentlich irgendwie alles so, wie man es da, guck mal. Och, ist das, also... Einfach schön. So, schneide das Brot. Ne. Achso, ich wollte eigentlich mal so Kartoffelchens probieren. Genau, die liegen ja jetzt, die sind da. Wo sind die? Hast du die nach oben? Ich habe die noch mal warm reingelegt. Die liegen da vorne irgendwo. Mach mal, wenn du aufmachst. Ja. Hier vorne. Ah, okay. I get. Oh man. Hey, das ist ein gutes Messer. Das ist ein sehr gutes Messer. Respekt an Ikea. Of finding somebody to love, sorry. Warum? Martin, du könntest eigentlich auch gleich ein kleines Würstchen gebrauchen, ne? Echt? So ein kleines Speckwürstchen? Süßkartoffeln sind super. Süßkartoffeln sind gut, ne? Die können wir da hinten, glaube ich, auch bald mal... So, machen wir Basti jetzt seinen Teller? Ja. Hier. Was tun wir denn darauf? Basti, Wünsche? Basti, was möchtest du denn? Oder eher kein, also gegengesetzlich? Nee, ich bin für alles. Okay. Also einmal alles bitte. Alles. Ha, heißlich! Willst du hier eben auch noch so ein... Ja, jetzt werden die Teller auch schöner, bunter. Er ist ein bisschen angebrannt, aber meine Güte, soll er sich mal nicht so anstellen. Basti, echt, stell dich nicht so an. Sieht schön aus. Bräuchte man hier vorne noch den da ein bisschen was abmachen von dem Käse? No. Ja, da fehlt ein bisschen was Grünes. Naja, was noch kommt, wir haben ja auch noch Chicorée, ne? Ich weiß nicht, wo ich es hinzeige da. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ketchup, sonst was? Irgend Wünsche? Bisschen Ketchup. So. Den hau ich dir mal hinter die Wurst, ja? Ist noch gar nicht geöffnet hier, du. So, euch hole ich auch mal nach vorn. Nasti, wir sind echt ein Steam-Team. Ja. Oh, aus Versehen den Qualm eingeatmet. Dumme Idee. So, lieber Bastian mit Doppel-A. Messer, Gabel? I guess sometimes. Ich glaube, ich schnabuliere mir mal hier die kleine Specknudel weg. Oh, dieser Qualm. Welch Frühstück. Ja, ne? Aber nun gut. Wir haben den Job, okay, geil. Okay, Basti sagt, wir haben den Job. Ich weiß zwar nicht welchen, wahrscheinlich den wir gerade ausführen. Yes! Da taucht auch schon der nächste Schlawiner auf. Alter, Martin geht steil. Moin, moin! Guck mal, wer da ist. Hallo, na? Ich will Fleisch in mein Mäulchen. Nom, nom, nom.
Ja, kriegst du. Hier, willst du eine Wurst? Die ist gerade fertig. Alles. Eine Wurst. Eine Wurst nämlich auch. Boah, geil. Bam. Bam. Käse. Peter. Ich weiß halt nicht, was hier so abgeht, aber ich glaube, das, oh. glaub, das braucht alles denn? Noch. Das sind Süßkartoffeln. Das ist eigentlich schon ein fertiges Maul hier, ne? Mhm, Mann, hier noch. Mann, geh da rauf. So ein Brot nehme ich noch und dann bin ich schon bedient. Ja, das Brot ist da. Den kriegst du noch. Ja. Den. Ja, stich mich nicht. Okay, mit einer Gabel? Ja, wer weiß. Du hast ganz schön Kraft. Kennst du den Löffelkiller? Ja, so ein genau. Schon. Ja, geht los. Danke, very super. Much. Zeig das in die Kamera. Hier ist auch noch Soße, falls du willst, ne? Na, man sieht zum Glück dein Gesicht nicht. Lassi, wir haben das gut im Griff, du. Ja, das läuft. Was geht denn mit dem hier? Der müsste bestimmt auch mal. Ein Delikatesse und Mittelscharf. Mittelscharf. Na gut, so hält er warm, ne? Ich habe nur. Das hier ist ja noch das Gemüse. Das muss wahrscheinlich auch runter mal. Hier haben wir auch noch Süßkartoffeln, ne? Die Süßkartoffeln sind eigentlich durch, alle, ne? Ja, vielleicht holen wir vielleicht tauschen wir die. Oh. Aui. Aui. Machen wir das so. Ja. Die da hoch, das da runter. Da müssen wir nur ein bisschen Platz schaffen. Ja, wir haben halt nicht sowas wie eine Zange oder so. Das wäre richtig genial. Haben wir auch irgendwo. Wow. Haben wir auch irgendwo. Wir haben es noch nicht gefunden. Ja, weil ja noch nicht Grillzeit ist. Danke, Gunnar. Und du weißt ja, was Gunnar heute macht, ne? Ja, ich weiß, was Gunnar heute macht. Das klingt wie eine dumme, billige Ausrede. Das klingt wirklich wie eine dumme, billige Ausrede. Weil er nämlich sich gedacht hat, ich stelle mich nicht in den Regen raus, sondern das andere Idioten machen. So, ihr Möse. Das ihr Möse, du. So. Super duper. Ja, das ärgert mich ein bisschen, ne? Oh, hier, guck mal, hier tropft gleich so ein bisschen Shit drauf. Sud. Die bin... Hier, so einen kleinen, guck mal. Kriegt hier noch so ein kleines... Hier, wer will? Kleines Scheibchen. was wollte ich gerade sagen? Das Gemüse, ne? Ja. Das braucht natürlich. Und die Teller sehen natürlich noch schöner aus, wenn da diese... Gemüse drauf ist. No. Ah, hier. Dann kann ich ja mal so lange gucken, guck mal so was lange. Der hungrige Zuschauer so zu verlauten hat, weil er nämlich zu Hashtag RBTV, Hashtag Moin Moin schreibt... Was schreiben sie denn? Der Frauenbeauftragte und Gentleman von RBTV ist als Erste und lässt die Frau die Keule halten. Ja, Flo weiß, wie es läuft. Portion für Ede. Portion für Ede. Ah, hier, schon wieder geshoppt. Nicht schlecht. Wieso gerade Ede? Ist Ede so ein Fleisch? Ach so, wegen Veganern und Vegetariern, ja. Also Ede ist auch so ein Binsenweisheiten-Typ, ne? Ede könnte auch für die Bild schreiben manchmal. Der hat so richtig so diese... Ne? Ach, manchmal Ede, hat er ja so diese. Ja, wie nennt man so eine. Also Ede. Bauernschleue? Ja. Sehr gut. Genau das habe ich gesucht. Der hat so. Ja. Naja, ich weiß, jeder soll seine Meinung haben, aber so manchmal denke ich. Guck dir das an. Oh, Scheiße, jetzt habe ich. Oh, no. Okay. Dean ist der coolste Dog bei RBTV. Schön auf deinen Körper. Da ist Benjamin Boyce. Was geht, ja. Ja, Halloumi und Kram. Komm, bedienst du deinen Mann? Voll, ja, natürlich. Das ist ja nicht anders gewohnt, ne? Ja. Komm, ich mach dir einen schicken Teller, okay? So, Apfelzimt, achso, das hast du schon vorgelesen. Was habt ihr denn hier alles? Alles. Wir haben alles. Das heißt ja für alle drei Redaktionsräume, Gebäude hier. Ja. Die Grill-Barbecue-Show mitten im Winter, ja. That's the way it is. Und hier ist, hier bin ich als Everyone Has AIDS Typ. Geil. Kannst du besonders empfehlen? Das mache ich dir gerade alles rauf. Echt? Was ich ja, dir hier, oh Gott schreibt, irgendwie bekomme ich jetzt voll Bock auf eine korrekte Grille. Beste auf deinen Teller drauf. Ich fasse das mal mit den Fingern an. So, ich öffne mal hier was. Okay. Leute, was geht ab? Ich habe leider keinen Ton. Ja, aber ich habe seinen Knochen, aber hier riecht das halt so gut. Neisigkeit. Kann ich ja verstehen. Oh, und falsche Versuche. Ich bin immer krank. Ich sehe teilweise aus, wie Mario Film geguckt hat. Wie diese großen hier. Wie die Gumpa Lumpas oder keine Ahnung, wie die hießen. Ich bin immer krank. Da war direkt kein Tupac so rein. Ja, ich hab's leider nicht gehört, aber ich gehe mal davon aus, dass meine Stimme einfach formidabel ist. Mein Frühstück. Armen Leuten hier. Alter, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Wer isst denn sowas zum Frühstück? Was denn?
What? Naja, okay, aber wir grillen. Sagen die Typen, die grillen. Stimmt. Stimmt, man kann so, also sehr lecker, ich kriege Bock drauf, ich will nichts Böses, aber dadurch, ja, warte, dass ich ja jetzt nur noch so ein bisschen Quäkchen zum Morgen esse, ist das für mich natürlich was Heftiges, aber sieht sehr gut aus und ja, wir grillen zum Frühstück, also eigentlich, komm her. Warte, lieber Sulza ja MB, bin ich neidisch, eigentlich bin ich neidisch. Hunger des Todes hat die Sandra, weil das Essen so gut aussieht. Solltet die Gemüse-Alu mal verwenden. Gibt's das? Gibt's, ach so, es gibt so kleine Schalen. Ja, ja. I know. Das ist ein immenser Unterschied. Macht ihr... Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach nur rote Lichter, was? Die wir regulieren sollen. Check ich nicht. So, Nasi, was sagt die Grillfront? Ja, ist gut. Oh, du hast Porree geschnitten, oder was? Ja, ich mach grad mal hier, Alter, den Teller. Du bist echt multimäßig. Ach so, den Chat könnte ich mir mal angucken. Ich hier, warte mal, wo ist denn die Kamera gerade? Hier, das ist der Teller für Ben. Check it out. Hier, schau erst mal unter, das ist ein richtiger Look. Nom, 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 nom. Es ist der Rentner. Wer sagt da nicht, oh ja. Oh, oh Gott. Ihr habt hier eine Keule, ihr Keulen, geilen Keulen rüber. Ja, ihr habt so ein... Alter, ist das Gemüse durch? Ja, das sieht gut aus. So sieht, hast du den Teller gezeigt? Also Ben, wir sind die Süßkartoffeln. Ja. So, schon der Erdbeer, der schon ab, würde ich aber jetzt schon sagen, ist mein Favorit auf dem Teller. Brudi, was war dein Favorit? Jetzt gibt's auch Gemüse. Guck dir diesen Teller an. Ich hatte Feta, Wurst und Süßkartoffeln. War alles geil. Stehe auf Feta. Feta ist richtig geil. Was ist das? Halloumi, ne? Du hast dich geschnitten. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hatte kein Halloumi, nee. Ach, ihr dreht noch Dings? Okay. Einen kleinen Halloumi nehme ich mal. Aue. Na, ey, so, willst du noch was essen? Ja, ne, guck dir das an. Wie viele seid ihr da? Vier Leute sind wir, aber habt ihr noch was im Start? Ja, guck mal, hier gibt's eine gute Wurst. Ja, das ist geil, Alter. Dann gibt's, ich weiß gar nicht, das glaube ich... Sollen wir mal anschneiden, oder? Ja, schneiden. Ja, das mal. Würden wir mal ein bisschen hier, tun wir darauf. Da. Nee, dann ist der dreckig von unten. Ach so. Ihr seht so kalt aus, ey. Ja, das ist gut. Das nimmst du mal mit, sehr gut. Dann haben wir bestimmt noch ein bisschen Brot. Sehr, sehr gute Idee von euch. Das war Gunnars Idee. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das war nicht unsere Idee. Das war echt Deluxe. Ja, hier, das danke, war... Danke, Hannes und Nasti, danke. Ein bisschen verbrannt, aber dann... Viel Spaß bei deinen Feldtätigkeiten. Mach den Magen heile, ne? Ja. So. Dankeschön, das reicht vollkommen. Bitte. Super geil, Leute. Wie, du kriegst noch Gemüse. Ihr müsst doch... Nee, keine Zeit für Gemüse. Keine Zeit für Gemüse? Keine Zeit für Gemüse. Keine Zeit für Gemüse? Also wenn ihr zu viel Gemüse habt, ne? Keine Zeit für Gemüse? Bitte, Budi! Sollen wir jetzt die kleinen Dödel hier noch raufhauen? Die kleinen Dödel, klar. Ja. Immer auf kleine Dödel draufhauen. Okay. Ach, jetzt ist er schon weg. Okay. Ja, ja, er ist schon weggerannt. Weil der zweite Väter, der macht hier schon Aktionen. Ja, Feta ist größer als Kreta, hat der Chat geschrieben. Nee, Peter. Feta größer Peter. Mhm. Ich dachte irgendwas mit Kreta. Da Kreta kein Hahn hat, ne? Aber was wir für ein Müll hier produzieren, das ist also... Ja, aber wir wenn der Alufolienbaum ausstirbt, sind wir auf jeden Fall schuld, würde ich sagen. Und die achtjährigen Kinder, die dann keinen Job mehr haben, ey. Genau, hier, Basti sagt's gerade. Was denn? Man musste alle Folien in den Boden eingraben, dann wächst ein neuer Baum raus. Oh, das sollten wir nachher tun, auf jeden Fall. Die Italiener und so haben das ja auch so versucht, ne? Also die haben auch Atommüll, damit vielleicht neuer Strom wächst. Hey, Dean! Hör mal auf, den Boden da auseinanderzunehmen. Mensch, Dini-Boy! Ich hasse diesen Boden! Das freut mich. Ja. Ne, wir frieren gar nicht so, oder, Nasti? Wenn man hier aktiv ist. Nee, also hier am Dings ist es echt schön warm. Moggelig, würde ich sagen. Ne, ja. Moggelig. Hier. Was sagt denn das geile Fleisch da hinten, Nasti? Hast du das im Auge? Ja, naja, nee, das hinten nicht. Dean. Oh, Nasti, du. Das hat eine gute. Ist das schwarz? Eine gute Bräunung, du. Kann man das sehen, du?
Eieiei. Aber das sieht fast aus wie in so einer wie in so einer Werbung für Fleisch. Ui, das ist nicht schlecht, du. Naja, ist doch ja, nett. Ist nett. Ich habe schon Schlimmeres fabriziert. Ich auch, auf jeden Fall. Basti. Der Basti. Ja, kannst du ihn mal aufhören? Ja, auf jeden wirklich Fall. Wie so ein Rentner. Der Typ nebenan, der die ganze Zeit Sprüche bringt. Sag deine Mutter. Dobo, dobo, dobo. Ah, ich hasse Basti. Es hier zu arbeiten, ey. Naja, gut, okay. Ja? You gotta do what you gotta do. Net. Network. So, Nasi, was ist eigentlich mit uns beiden? Ja, ich würde auch ganz gerne irgendwas. Bisschen Käse hier nochmal. Snacken. Ich würde ganz gerne auch so ein Hühnchending essen. Guck mal, würde ich wohl auch. Drapieren das mal hier nochmal. Basti, ne? Dich hört man nicht. Soll ich dir mal. Guck mal hier. Basti, du kannst ja jetzt mal die Side. Du bist jetzt unser Sidekick. So. Sideshow, Basti. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie Sideshow Bob, aber es war am Grill, sind wir so schön arbeiten. Ich wollte gerade schon mal vorschlagen, dass der junge Herr dort auf der Couch für die Herren und Damen Moderatoren dann gleich mal ein bisschen grillen kann, damit die auch so ein bisschen schnabulieren können. Aber erstmal ist es so auf, ne? Ja, so schnell ich kann. Ah! War leicht heiß. Ach, hast du den einen riesen. Wo ist denn. Hast du den. Da ist der Gemüserotz, der andere. Meine Hände sind so klebrig. Und bräuchte jetzt eigentlich einen Löffel. Haben wir Löffel? Nee, es sind nur Messer und Gäbels. Gäbel. Ja, dann dauert das halt Stunden, bis man hier das Gemüse raus hat, aber. Gut Ding will Weile haben. Gut Ding will Weile haben. Das ist Englisch, Benjamin. Englisch ist das. Es ist ja schon 11.43 Uhr. Echt? Ja. Alle. Die Zeit vergeht. Sind wir jetzt? Nasi, mit dir vergeht die Zeit einfach nur. Das ist einfach schön. Ah. Jetzt ist es kein Frühstücksgrill mehr, jetzt ist es so ein Brunchgrill. Was ist ein Brunchen? So. Hey, Axel! Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und dann schneiden wir den Louis hier. Na, ich würde vielleicht den dann nehmen, weil der wahrscheinlich Durcher ist. Durcher? Durcher. Durcher. So. Hast du hier das scharfe Messer haben wir. Genau, du machst das mal, weil ich glaube, ich muss mit dem anderen, die andere Gabel, die schon wieder verschwendet ist. Diesmal habe ich sie nicht. Ja. Weiß es schon durch? Ich glaube nämlich hier das Schweinefleisch. Ist das Schwein? Ich dachte, es wäre Rind. Nee, das war ja jetzt. Wir haben ja die. Ja. Aber sie schneidet da gerade. Ja, was soll ich denn machen? Es tut mir leid. Das schöne Bild geht jetzt kaputt. Oh Mann, ich schneide so. Ja, wasche. Hier. Wundervoll. So, was? Axel. Hast du schon gefrühstückt? Nur so halb. Na, nur so halb. Also bitte eine Wurst für den Herrn Cutter hier. Okay, Wurst dauert noch ein bisschen. Wir haben aber auch noch Schweinefleisch. Was sagt er? Ich hab schon einen Teller über. Guck mal. Du hast brauchst über einen Tag 5 Kilo Fleisch, sagt er. Naja, der kann sich doch mit dir bestimmt diesen Lappen hier ein bisschen an. Ich weiß ja nicht, was mit der Regie und so ist. Ja, also so ein Lappen für den armen Axel, da mache ich doch mal gerne. Da schließe ich mich an. Ach, Budi, habe ich auch schon was gekriegt. Ja, mitgegeben, den, ne? Der hat doch schon was gekriegt hier. Okay. Das hier mit, das ist jetzt der letzte Käse. Wollen wir den damit draufklatschen? Ja, damit die da drinnen noch was haben. Für unsere fleißig drehenden Kollegen. Also, lass mich doch mal übernehmen, dann können die auch mal was essen. Schalte dir davon. Ja, wärst du so gut? Oh, Ben. Oh mein Ben, Gott. Ben. Du bist der Allerbeste. Ben. I like to move it. I like to move it. Yeah, like to move it. Der heutige Ohrwurm wurde in der IT-Abteilung präsentiert. Was ist los? Was sagst du? Ich habe mich gefragt, ob das hier das Drehwerkzeug ist. Es nimm, was du kriegen kannst. Okay. Ja, und vielleicht haust du das noch da hinten rauf. Das mache ich. Dann können wir das nämlich wegschmeißen. Und ihr macht Moderation. Wir machen Moderationsspot an.
unterhalte Menschen auf hohem Niveau. Witz. Ja, auf hohem Niveau unterhalten, ja. Davon haben wir ja nicht gesprochen. Penis, Witz. Okay, das verletzt mein Leben. Ja, das ist gerade der Handelssimulator. Geiler Spruch, Penis, Witz. Aha. Willst du das Brot hier rauf? Hauen, ein Schluck Brennspiritus darauf. So, haben wir noch Brot, Gemüse brauchen wir noch? Gemüse? Oh, wow, das war der Domino-Effekt. Domina-Effekt heißt das. Ach so, upsi. Klatsch. Ein bisschen Bread. Gönn dir. Nee, das ist nicht für mich, das ist für ein Ex. Ex-a-Pooley. Für ein Ex? Wir gehen. Dim, 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 dim. Ja, wir haben so schöne Rücken, ne? Ja, ich meine, ist natürlich schwierig, vorm Grill zu stehen, zu grillen und den dann noch gleichzeitig ja, abzufilmen, ist, Regie. Deswegen stehe ich ja hier, ich habe kein Mikrofon, dann können wir die Leute bedienen. Wir bedienen die Leute. Oh, die Wurst ist geplatzt. Eieieiei. Guckt euch das an. Ah, ja. Ist das hier schon wieder einfach nur sexy Hetzi oder was? Sieht man's? Ich kann's nicht sehen. Ich weiß nicht. Ja, aber gut. Alter. Jo. Exit Pulli! Ich wollte mir auch nur einen Teller machen. Da muss man ja gar nicht so viel machen. Komm her mit deinen Patienten. So, du hast jetzt das Mikro, das müssen wir das Benny überlassen, jetzt, wo er am Grill steht. Teilst du aber, ne? Ja, das war auf jeden Fall. Hey, Benjamin Boys. Es geht. Hey, Hannes. Hey. So. Hast du jetzt einen Microfilm? Ich hab mein Mikrofon jetzt. Das ist ja verrückt. So, was gibt's denn Neues an der Grippesaison? Twitter-Front. Zoom, zoom, zoom. Zoom, war das die Trap-Version von Grippesaison? Das Hashtag RBTV zoom, nicht vergessen, damit steigert ihr eure Reichweite. Ach so. Ich hab's. We will rock you, cha. Chibu, chabu, chi. Ey, Hannes, was geht denn mit deinem Teller? Ben. Ja, ich mach mir gleich. Mach du dir mal Essen? Ey, das kannst du haben. Ben, gib dir den. Was Neues hin. Ben, gib dir den. Oh, Hannes. Lauter Mediengestalter beim Grillen und keiner macht einen Witz über fehlende Schärfe. Aha. Schärfe. Scharf gestelltes Bild. Tiefenschärfe. Ach so, und scharfes okay. Essen. Okay. Hättest du doch einfach mitnehmen können jetzt. Den Gag. Hättest du doch selber verbauen können. Echt mal. So. Ja, jetzt werde ich ein bisschen essen. Wenn ja, guck mal hier, ich hau dir hier ein bisschen Mayo rauf. Und Ketchup kriegst du auch. Du willst ein Mikrofon haben. Ketchup möchte ich nicht, danke. Nee, Ketchup möchtest du nicht. Aber ich möge ja alle so gerne. Hallo. Du, René, auch da. René isst, jetzt haben wir alle gleich so. Volle Münder. Ja, geil. Und hast du ein Stück Brot? Oh, stimmt, siehst du, Brot habe ich auch vergessen. Schmeckt lecker, das Brot. Habt ihr selber gebacken. Ja, klar. Mit Oliven. Mhm, danke wir, sehr. Die Oliven haben wir selbst gepflückt, entkernt. In Italien oder in Frankreich? In Italien natürlich. Sehr gut. Usedom. Usedom ist ein schöner Name, finde ich. Usedom oder Usedom? Usedom. Ja, ja, Usedom, würde ich sagen. Glaube ich auch. Das ist meine Lieblingsinsel. Allein vom Namen her. Da gibt's. Boah, formidabel. Der Chat sagt, danke für das lange Moin Moin heute. Ja, ich habe mich gerade erst angestellt. Ich kann so tun, als würde ich die ganze Zeit schon was vorbereiten. Jetzt waren wir Pferder hier. Ja, aber viele vergleichen es ja auch schon mit Big Brother. Ist das richtiger Ziegenkäse oder ist das Kuhkäse? Nee, Hirtenkäse. Das ist aus Usedom. Das große Fressen, ja. Hirtenkäse. Ich muss sagen, sehr lecker aus. Gemüse schmeckt sehr gut. Alles schmeckt sehr gut. Und das mit den Süßkartoffeln, Nasti, werde ich übernehmen in mein Kaugummi-Zigarette essen. Leben. Das ist sehr gut. Daniel Budiman. Süßkartoffeln sind die besseren Kartoffeln. Wir haben Axel gerade noch einen dicken. Oder habt ihr das Beef hier irgendwie versprochen? Nee, das kannst du. Aber wir haben Axel eigentlich. Wollte der euch nicht davon was abgeben? Wir warten auf Axel, damit wir weiter trinken. Axel, ja. Okay, ihr kriegt hier das Schweine. Das Schwein. Der Profi trinkt nur einmal, ne? Das Wichtigste am Bild. Versuchen alles noch einmal zu trinken. Axel, komm, weiter drehen. Bei 200 Grad und dann schließen sich die Poren. Bulli, du bist geil, ey. Geht's ab. Wie kann ich die Keule empfangen?
Nicht, weil ist du dir so geil essen holst und dann, ach schön, weiter drehen. Und am besten hättest du dabei essen müssen. Ist es bei euch auch so kalt, wird gefragt. Ja, guck mal. Hier ist es nicht so kalt. Durchaus kühl. Wegen dem heißen Essen. Hm? Ja, die hat die hat extra frisch eingelegt. Viel Spaß beim Arbeiten. Auch im Edeka sowieso ganz weit vorne. Die Frau vom Edeka ist weit vorne? Ja, in welchem Ranking? Die eine Fleischtheke-Frau, die ist auf jeden Fall super cool und die andere, die ist auf jeden Fall, die hat eine Frisur wie Matt Eagle. Naja, hat kein Mikro, wenn er sowas erzählt, ne? Ja. Ich will doch einfach nochmal einfach nur wieder erzählen. Die machen hier keine bösen Witze über meine Lieblings- über meinen Fleischer. War doch kein böser Witz. Du hast niemanden verunglimpft. Ja, aber eine Frisur wie ein Matt Eagle kann ja auch was sehr Niedliches sein. Genau, manche stehen, also viele stehen auf Matt Eagle. So. Votet jetzt. Matt Eagle Frisur, ja oder nein? Was sagt denn eigentlich Chat? Was sagt denn eigentlich, wollen wir nicht mal hier firmenintern aufrufen, dass wir noch ein bisschen was zu essen da haben? Firma, wir haben essen. Genau, reichlich Würstchen. Ding, 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 wo ist die Glocke? Stimmt, die Glocken-App. Genau für diese Fälle habe ich mir doch neulich eine App geholt. Eine Glocke? Ja, du kennst sie auch noch gar nicht. Nein, warum kenne ich sie nicht? Warum hast du sie noch nicht benutzt? Ja, habe ich immer nicht in deiner Gegenwart. Warte. Und dann sagt man einfach, Würstchenalarm! Sowas. Gibt sich alles. Ganz ziemlich großartig eigentlich. Ja, kommen die jetzt alle? Dingelingeling. Also von hier auf jeden Fall nicht. Ja. Hm. Naja, gut. Esse ich einfach weiter. Okay. Würstchen. Und ich glaube, das hier muss bald mal, ne? Was denn? Ja, die sind schon richtig trocken, die Hühner. Die Hühner? Die Hühner sind trocken. So, aber vielleicht kommt ja... Oh, Herr Pitschinski. Oh la la. Willst du ein bisschen was essen? Aber wir können ja trotzdem gleichzeitig einen Premium-Teller machen. Mit allen Extras. Aber du willst schon noch ein Würstchen, oder? Wollen wir dann... Okay. Also hier werden gerade geheime Sachen. Das ist immer. Wir halten so oft was vor euch, wo da bin ich, ne? Vor euch geheim. Aber selbst intern ist es so. Jetzt wird hier ein Bild von unserer Wand geschossen und dann cool things incoming, aber er kann noch nichts erzählen. Wir haben immer von einer Wendelrutsche geredet. Das wäre so geil. In den Cinemax-Kinos, dass man einfach von dem einen Gebäude ins andere rutscht. Einfach nur in den. Ich glaube, es wird jetzt wahr gemacht. Endlich. Ich hoffe, sie sind durchsichtig, damit man die Leute sieht, die feststecken. Ja, und die so sterben, irgendwann sind so Skelette. So, schon wieder einer. Was guckst du da eigentlich immer, Mari? Ja. Ach so. Okay, ja, Ben for Scale braucht mich ja. Richter. Ich lüge das mal hier hin. Ben. Der Petreschke, der haut hier wieder einen raus. Mann, Mann, Mann. Ja, ey. Die Frage geile ist, Aktion auf jeden Fall hier. Ja, ne? Ich find's super. Ich esse mich auch ganz gut. Also, ich brauche heute keinen Mittag machen. Finde ich. Also, Regie, könnt ihr uns irgendwie ein Zeichen geben, ob ihr ein Würstchen haben wollt? Sollen wir euch mal einen Teller fertig machen? Hier, Chat schreibt, Hannes die Hose hochziehen. Ja, warum? Ja. Man sieht doch den Arsch gar nicht. Ja, ja, ich weiß. Hast du das Bild schon, oder was? Hm? Nee. Was? Timo hätte gern ein Tellerchen. Ach, Timo hätte gern ein Tellerchen. Ja, klar. Felix hat eine Laugenstange bekommen. Uns gehen so langsam die Teller aus. Ja. Oh, oh ey, Basti, ey, du bist der Geilste. Hast du das Mikrofon? Nein, ne? Ach, da, der Ben. So. Mach mal einen Timo-Teller. Ein Timo-Teller. Timo-Teller? Timo Turner. So. Würstchen. Ja, dauert halt gerade noch. Ne, hier, das haben wir ja. Und dann soll ich das mal schneiden wieder? Du bist ein Engel. Willst du denn was haben? Dann können wir dir schon mal einen Teller machen. Ja? Anja! Die Anja ist gerade gekommen, die will auch was haben. Also, du bist doch hier die Menübeauftragte. Ja. Was bekommt sie denn? Was hätte sie denn gern? Was hätte sie denn gern? Alles außer Wurst. Alles außer Wurst. Okay. Dann musst du davon ihm. Ja. Aber wir haben Feta. Halloumi ist aus. Feta? Was, und willst du einen Huhn dazu? Mit Hühnchen. Nee, auch nicht. Wir auch brauchen nicht. Aber einen Teller. Hä? Keine Wurst und du brauchst so richtig Kotelett und sowas.
Das braucht aber leider noch, das Kotelett. Ja, ich weiß. Das ist das Beste, was ich machen konnte. Hier ist noch eine größere. Na, hier ist doch ein großer Teller sonst. Jetzt kriegt sie die Schüssel. Aber da lag das Fleisch drauf. Oder nicht? Ja, stimmt. Obwohl, da war Folie drunter. Wir können auch den hier nehmen. Ja, auch jetzt. In der Schüssel hält es auch länger warm. Okay, Feta aus einer Schüssel. Bisschen Milch drauf, Löffel rein, gut ist. Oh, warte, weißt du, ich hole Kellogg's Feta, schön. So wie Toppers mit Feta-Füllung. Oh, scheiße. Wir müssen ja auch noch den Timo-Teller, ne? Ja, ja, wir machen gerade beides. Okay, cool. Ups. Tim, noch einer. Ein Mikro, was nicht geht, oder was? Da bringt sich sogar ein eigenes Mikrofon mit. Und für wen? Wo bin ich? Bin ich gerade live? Bei Verarsch die Idioten, oder was? Geile Show, Verarsch die Idioten. Ich seh so einen Bumper, den Showbumper vor mir. Mama, ich bin im Fernsehen. Willst du Soße oder sowas? Da das werden geil, Arschbacken ne? gegrillt. Ich hätte schon die Vermutung, dass das nur LEDs Warte sind. Warte mal. So, Tim, was mit dir? Ja, wir teilen jetzt hier, wir machen jetzt hier mal eine halbe Wurst. Wir brauchen nur einen Teller. Genau richtig für diese Schüssel. Willst du noch ein bisschen Chico, der sonst? Du isst doch bestimmt hier auch von Benz. Kannst du ja mal gerne reingrabbeln und den nehmen. Aber da ist jetzt Wurst drauf, bestimmt Teller. Das ist jetzt dein. Ja, Ben hat schon gegessen. Das war nicht mein Teller. Warte, dann geben wir Tim noch hier. Ach nicht? Das ist Timos Teller. Ja, aber wir können doch hier ein bisschen was... Machst du da noch Gemüse drauf, dann reiche ich das du mal gleich durch. Du bist zufrieden? Ich bin zufrieden. Gemüse ja. drauf. Sie hat auch eine kleine Gabel bekommen Timos zu ihrer kleinen Schüssel. Teller tanzt Tango. Schön. Timos Teller tanzt Tango? Ich dachte irgendwie noch weiterzumachen zu können, aber das war eine Sackgasse. Timos Teller tanzt Tango till the... Timos Teller tanzt den Titten-Tango. Timos, ja. Till the end of time. So. Ich weiß nicht, will Timo Ketchup oder sowas? Wie, was ist los? Also hier, noch für dich ein bisschen... Muss er jetzt so essen? Geflügel? Ah, Ben, perfekt. Du hast gesagt, einmal drehen. Einmal drehen. Sieht man so muss es toll aussehen. Aus. Kann man es hier... Nee, kann man nicht. Jetzt ist die Kamera, hat sich geändert. Ja, lange Jahre trotzdem Fleisch genossen. Grillfan. Ich würde mit Ja beantworten. Okay, hier. Nee, ich weiß nicht, wer das Timo. Ist. Timo. Basti wird das bringen. Timo. Ich bin Basti. Ja, Timo. So, hier Teller. Ist noch ein bisschen Feta, lieber Tim. Ist schön mit dem Ast dabei oder was ist nee, das? Nee, das ist halt. Wir haben frische Kräuter. Ah, Thymian. Okay, ja, ich dachte, das wäre vom Baum runtergefallen. Soll ich unwahrscheinlich. Ja, eigentlich entsteht wieder ein neuer Baum. Ja, der Federbaum. So ähnlich wie mit der Alufolie. Ja, Tim, der Alufoliebaum. Es auch immer so gleich eingepackt. So in ha! Dumme Scheiße! Warum schön. Läufst du hier mit einem Mikro rum, was keinen Empfang hat? Weißt du doch gar nicht, ob das Empfang hat. Wie weiß ich doch gar nicht. Also, wie ich dich kenne, stark davon aus, dass du nicht hier mit rumläufst. Tom. In irgendeinem anderen Stream? Ach so, bist du gerade auch live bei Twitch, oder was? Ja, ich bin gerade live bei Pizza mit. Stimme für 32 Leute. Du bist so ein geiler, frecher Bastard, ey. Ich hatte einst auch mal einen Teller. Ach so, das ist mein. Ach, einst. Einst. Ist toll. Schön, Tim. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Ja, doch will ich. Gib mir das. Kleine Stinky-Würstchen rollen auf dem Grill. Kleine Stinky-Würstchen rollen auf dem Grill. Guck dir mal die Würstchen an, wie die Würstchen stinken kann. Achso. Ich hab die ja Stinky-Würstchen genannt. Nicht aufhören, einfach weitermachen. Dini Boy. Wollen wir mal Dean interviewen? Ja. Hey, Dini Boy. Hey, Dean, sag mal, was hältst du von dem großen Grillfest hier? Sehr geschmacksintensiv. Ist schon kalt. Ein paar Bisse Richtung Mikrofon. Oh, man darf hier nicht ein paar stehen, Leckereien. Nicht auf. Ja, das schmeckt doch noch richtig nach Grillfett, oder? Oh. Sehr gut. Cool. Gemüse, me gusta. Mehr Teller? Basti ist unser Super-Sidekick. Der kümmert sich hier um alles. Oh, machst du das gerne? Sieh dir mal die Würstchen an. Guck mal, die hat sich schon wieder die Leine zwischen die Beine gezogen. Ah, oh, mit Kochmützchen, Bratwürste gut durch. Zum Ab. Klopapier steht hier rum. Wir haben nicht groß gemacht hier. Weil wir das ein oder andere Fleckchen machen, aber wir haben keine Küchentücher hier. Was da auf dem Grill liegt, das sind doch Würstchen, oder nicht?
Jetzt habe ich noch den 10 Minuten. Du hast ja gesagt, dass ihr nicht groß gemacht habt, aber. Ich habe keine Pizza mit. Ich habe kein Glaxikon bestellt mit Cedalbla. Ich habe noch ein Mikrofon. Was soll ich denn damit doppelt? Ah. Doppelt hält guter. Wo ist denn überhaupt dein Mikrofon? Mach mal hier. Und jetzt das nimm mal beide Mikrofone. Nein. Nein. So, ich habe kein Dings bestellt mit Cedalbla. Nee, gerade haben wir keinen Teller vorbereitet. Timo bekommt. Timo hat schon. Timo hat. Sehr gut, der grandiose Basti. Basti hat sowohl den Teller vermittelt als auch neue Teller geholt. Basti ist irgendwie schon eine recht gute Persönlichkeit. Ja. Also behaupten Leute. Schon. Wenn der Körpergeruch nicht mehr sagt, Ben. Alter, was sind das hier für dicke Würstchen? Oh, Alter, wie die aufgeplotzt ist. Mal lieber. Hier kriegst du dein Mikrofon wieder. Scholli. Achtung, warte. Jetzt haben wir keine Klos mehr, ne? Diese aufgeplatzte Wurst möchte ich zeigen. Dass ich mal wieder, wie Hannes an den Grill gegangen ist. Oh ja, wie sieht das Würstchen aus? Ich glaube, das geht was, das geht was. Das ist ein Volltreffer. Für ein Oschi ist du. Nein, nein, nein. Müssen wir hier nach vorne. Tanzen kann auf der Mauer, auf der Lauer sits a little Wance. Oh, ich dachte Wiener. Wow, what a worst. Ja, irgendwie. Ja, ey. Irgendwie alle schreit keiner mehr. Warum sind denn alle zufrieden? Ich kann das nicht ab, wenn Leute zufrieden sind. Scheiße. Immer wollen. Wir sind doch schließlich. Ja, dann Menschen. Machen wir mal ein bisschen Menschen weiter hier. Immer mehr. Also, wir sind immer unzufrieden. Basti, was? Marsch, wir weiter grillen hier. Weg muss das. Ja, also hier so ein bisschen vom Kotelettor können wir mal probieren, ne? Aber wir haben jetzt alles draufgeschmissen, oder? Ah ja, ich habe die Fleischtüte habe ich leer gemacht. Die Fleischtüte hast du leer gemacht? Ja, wir haben auch eigentlich, glaube ich, alles. Also hier ist noch Gemüse, ein dicker Batzen, der wahrscheinlich auch mal bald durch ist. Ja, was geht denn mit den Ladies da oben? Das ist mal ein großer Plan. Ich hole mal ein paar her. Lass sie mal hier antanzen. Alter, hört ihr das? Das geht hier ab. Der Sound. Was hat er denn gemacht, der Gemüse? Ja, ich glaube, der Gemüsemann hat ein bisschen abgejist. Der Chat fragt, um was es hier eigentlich geht. Nun. Willkommen zu Moin Moin um 11:30 oder wie spät um ist es auch? Um 12. Wir grillen an! Yes! Warum geht es jetzt um Dean? Wurde Dean gerade gezeigt? Ja. Ah, okay. Ich muss weg vom Grill, ey. Ich schnapp mir hier immer was und steck mir das in den Mund. Komm mir schon vor wie meine Mom. Jetzt gehen alle, oder was? Jetzt sind alle satt und verlassen uns. Basti fragt gerade noch mal unsere lieben Girls der Buchhaltung. Okay. Ob nicht vielleicht jemand ein bisschen Böckchen auf was hat. Aber das Gemüse kommt auch gut. Ja, es ist alles echt nom nom nom. Nom nom nom. So, Nasi, hast du denn heute noch was zu tun oder ist das die einzige Aufgabe? Ja, leider muss ich jetzt gleich noch richtig arbeiten. Da geht's weiter, da hat noch jemand Hunger. Ne? Oh, ja? Oh, oh. Na, endlich. Geht jemand rum und fragt? Oder wie kommst du? Guckst du etwa unseren Sender? Du hast reingeschaut. Wie so, den Ladies aus der Produktionsabteilung habe ich Bescheid gegeben und da werden gleich die ersten vorbeikommen. Sehr gut. Wir haben hier eine dicke, aufgeplatzte. Wir haben aber auch. Kommt mir bekannt vor, ja. Hör dir auf, die Brust zu rasieren. Eine dicke, aufgeplatzte kommt dir bekannt vor. Mir ging jetzt ja auch eher um die Beine. Ein bisschen Brot. Dann ein bisschen Gemüse. Das kannst du dir da wahrscheinlich selbst holen. Ja, Gemüse. Gemüse, nein, danke, oder was? Was denn da? Feta-Käse? Ja. Bisschen. Guck mal, den. Habt ihr auch was ohne Schwein? Wir haben Hühnchen, haben wir. Das ist super. Ja. So. Bist du schon glücklich, ja? So. Ja, hier kannst du noch ein bisschen Chicorée nehmen. Ein bisschen was Knackiges, Frisches. Ob's durch ist. Nicht ernsthaft, oder? Krass. Wir machen nur Beweisfotos, dass es irre gibt. Die. Hast du das gesehen? Das ging so schnell. Was denn? Was hat sie gemacht? Ich habe hier gerade einen Selfie-Überfall bekommen. Du hast ein Selfie-Überfall? Ich bin auf dem Bild gelandet. What? Bildrechte dann, ne, gehen an mich. Schreib's in meine Agentur dann, ne? Schreib's bitte meinen Rechtsanwalt an. Doubt it.
I doubt it. Also er nicht. Das heißt ja. So, Hähnchen bekommst du gerade schon? Oben oder Personalbescheid, Hähnchen, was du also hier alles machst, ne? Bringst du den Mädels das mit, oder was? Ja, ich kann ihnen allen was mitbringen. So, hier ist le Chicken. Dankeschön. Da ist ein wenig Brot. Ich hoffe, meine Finger regeln dich nicht an. Ein bisschen. Ja, gut. Sind wir immer noch drauf eigentlich? Nimmt man's. So, und die Mädels nehmen bestimmt Minuten auch ein paar noch. Würstchen, aber das nehmen wir auf dem Extrateller wahrscheinlich. Hallo. Dann, ne? Gemüse, das müssen wir mal hier nachfüllen. Vier. Ui, wir haben noch 4 Minuten. Wir haben noch 4 Minuten. 4. Okay. Schnell. Ja, dann fangen wir mal an abzumoderieren. Wow. Fast. Ja. So, magst du mal herreichen? Ja. Wir haben leider keinen Löffel hier, das dauert jetzt ein bisschen. Hannes, wollen wir uns dann nochmal hier hinsetzen? Ja, kurz? Sofort. Bitte? Stell wir das mal an die Schüssel also, weg. Wenn man sich hier bewegt, geht das alles klar. So. Aua. Die Mädels kriegen extra Teller, ja? Ja gut, du kannst ja vorgehen, Basti wird das schon erledigen. Okay, und unser Sklave. Oder da ist ja auch Marika. Marika, komm mal bei hier. Wir müssen noch. Ja, wir müssen noch. Ja, 4 Minuten sind gleich um. Ja, aber guck mal, fang doch schon mal an. Ich bin ja hier. Aber ich, okay. Du fängst doch schon mal an. Marika, ich mach hier ein bisschen. Dann muss ich, jetzt habe ich mich extra auf den Kacktisch, auf den Kackstuhl gesetzt, der voll kalt ist. Nimm dir ein paar Würstchen. Hm? Ja, sehr gut. Also ich gebe dir die. Ich tue das hier alles irgendwie rauf. Oder so, ja, du also einen angrillen einen war jetzt nicht die beste Idee. Das ist schlau. Hier eine Gabel ist hinter dir. Ja, ich dachte erst, das wäre nicht die beste Idee, aber okay, hat doch Spaß gemacht. Oder Hannes, es hat doch Spaß gemacht. Klar, die Zeit ist halt auch vergangen und ich muss jetzt nicht mehr so viel langweiligen Arbeitsscheiß machen. Ich schon. Ich muss noch einiges machen. Aber es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt alle auch irgendwas Leckeres zu essen und sitzt im Warmen. Es ist kalt, wenn man nicht am Grill steht. Das ist unangenehm. Und ich weiß gar nicht, was ich so recht noch sagen soll. Es war sehr schön. Na, wir sagen nochmal hier, da ist das schon wieder so ein kleiner. Lecker. Geht ab. Das kriegen die Ladies. Beste Grüße. Nom, nom. Ja, es hat Spaß gemacht. Es die Zeit echt ist verflogen. Ja, für euch, wie auch immer. Brot ist alles. Nimmst du mal mit, bringst das. Und das Volk. Ja. Unsere Botschaft natürlich auch. Grillen ist chillen. Grillen ist Liebe. Grillen ist Love. Ja, Leute, Mama und Papa Bescheid sagen, Nachbarn Bescheid sagen, allen Bescheid sagen. Heute Abend wird bei euch nämlich zu Hause gegrillt. Jetzt geht's los. Die Grillsaison. Die Grillsaison hat begonnen. Wenn die Bohnen grillen, dann hat die Menschheit zu grillen. Und wenn die Bohnen sich die Nase putzen, dann hat die Welt sich zu. Ne? Was kommt denn jetzt überhaupt? Was kommt denn jetzt? Kann man das noch schnell einfahren? Ich weiß es nicht. Was kommen könnte, kommt jetzt. Witzig. Ja, ja hier. Oh. Was kommen hier könnte, hin. Danach kommt Nerdy Timber, danach kommt nochmal Nerdy Timber. Warum ist 2x12:25? Warum ist alles 12:25? Alles ist gedoppelt. Anscheinend haben wir gerade eine kleine Macke. Das macht ja, es läuft ja bei uns automatisch. Ja, naja. Naja, Max ist ja heute noch da, der hat dann Urlaub und wenn. Mal gucken. Ey, geil. Nee, bis auf Classics. Ja. Komisch. Jan zockt 2-mal heute. Ja, Leute, schön, dass ihr so fleißig zugeguckt habt. Schön, dass ihr wahrscheinlich Hunger bekommen habt. Ja. Nasti, es war mir eine Freude. Wir waren ein echt recht gutes Team. Ich fand's auch sehr, sehr schön. Können wir normal machen. Also jeden Freitag gerne 2-3 Stunden sowas machen. Ja, wie dann schon Mittagspause machen und dann noch 2 Stunden arbeiten. Und dann nach Hause. Und dann noch was trinken und dann gehen. Dann noch was? Was trinken? Wie was trinken? Naja, man muss ja auch was trinken zum Essen. Ach so. Ja, währenddessen. Ich dachte, dass so, währenddessen sollen wir dann auch noch. Natürlich, wir müssen der Dehydration vorbeugen. Okay, dann machen wir nächste Mal noch Säfte. Dean, alles gut, wir kommen gleich. So, dann sagen wir jetzt Tschüss. Ja, war schön. Wo sind wir denn? Ich weiß nicht, ich glaube da. Da sind wir da. Ja, wir gehen dahin. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke Nasti. Wir sehen uns. Nächste Woche Montag geht's weiter mit Moin Moin. Ich weiß gar nicht, was heute noch live ist. Ich hab's gerade verpasst. Aber bleibt einfach dran. Hier geht die fette Action ab. Genial.